Er ist bekannt nicht nur in Kassel, sondern in der gesamten Republik als doch einer der engagiertesten Friedensforscher. Er wird dann auch die Referenten vorstellen, das muss ich jetzt nicht machen. Wer die letzten zwei Tage die Zeitung gelesen hat, weiß, dass wir gerade wieder einen Patronenangriff in Jemen hatten. Der ausführlichste Artikel ist in der NZZ, die ich mehr oder weniger zufällig gestern mir geschnappt habe. Kampf gegen Al-Qaida ist nur einer von vielen Kriegen im Jemen. Nach Drohnenangriff der USA auf Fahrzeuge der Al-Qaida schießen Stammesdämpfer einen Armeehelikopter ab. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ich habe ja noch einen kleinen Artikel aus der heutigen Süddeutschen, aber wirklich nur so winzig, ja. Nur Drohnenoffensive in Jemen. Washington geht weiter davon aus, dass eine Terrorbedrohung besteht. Das haben wir ja alle mitgekriegt. Sämtliche Botschaften beschlossen. Und so hat man wieder einen Grund, um Drohnenangriffe zu fahren oder zu fliegen. Und da sind doch etliche Leute dabei umgekommen. Und unter anderem immer Zivilisten. Ja? Also, was uns suggeriert wird, Drohnen wären sauber, zielgenau und töten nur Terroristen, das ist bei Weile nicht der Fall. Ja? Weil die Bilder auf den Bildschirmen zeigen nämlich nur menschliche Umrisse eigentlich. Man sieht keine Gesichter, das hat mir mal ein Spezialist sehr genau erklärt. Insofern ist die Hemmschwelle des Tötens nochmal dadurch heruntergesenkt, wenn man meint, naja, da ist da der Verdächtige, da sind zwei Leute, wissen wir ja, haben wir gekriegt, die bereiten das vor und dann wird gebombt und dann ist es so, dass sich also die Munition verbreitet, es kommen immer welche Leute um dabei. Und vor allen Dingen auch werden die Häuser kaputt gemacht. Also man raubt ganzen Familien die Existenzgrundlage im Jemen, in Somalia und in Pakistan, wo die meisten Drohnenangriffe gefahren werden. Wir schätzen, oder das schätzen noch einige Friedensforscherinnen ein, mindestens 3.000 bis 4.000 Tote. Aber wenn man sagt, das ist der Krieg gegen den Terror, dann muss man sagen, es ist in keinster Weise bewiesen, dass das die umgekommenen Terroristen sind, abgesehen jetzt mal von den Zivilisten, viele Kinder darunter, viele Frauen, weil die sich in den Gehöften aufhalten, sondern man mordet einfach auf puren Verdacht. Und das ist nach meiner Auffassung Mord, gehört strafrechtlich verfolgt. Und deswegen müssen wir als Friedensbewegung, als Linke, als eigentlich alle Menschen, die sich um Menschenrechte kümmern, absolut für ein Verbot von Drohnen sein. Und ich rechne jetzt alle Drohnen dazu. Wir haben aus einer Broschüre noch diesen schönen Flyer produziert und dann nicht da hinten etwas, was ich von Jan von Akens Webseite gestern kopiert habe. Das ist etwas sehr, sehr Technisches, ich habe es schon einmal durchgelesen. Teilweise die Ergebnisse des Ausschusses, des Drohnenausschusses jetzt, das war ja in sämtlichen Zeitungen, hier in Denizier und so, wie also Drohnen doch benutzt werden zur Ausspionierung der ganzen Daten und was wir jetzt so alles in den letzten Wochen durch Snowden erfahren habe, NSA, Stichpunkt Prism und so weiter und so fort. Also Drohnen sind auf mehrere Art und Weise für einige, für die Herrschenden sehr nützlich. Bei uns wurden sie erstmals eingesetzt beim G8-Gipfel in Heiligendamm zur Beobachtung der Protestierenden, wo ich auch da war. Und dafür ist es, also man kann durchaus im Funkverkehr, quasi Handy, durchaus außer Kraft setzen, sodass eigentlich unter uns eine Kommunikation verunmöglicht wird. Das ist der schöne Nebeneffekt dabei.
Und zivil wird es noch eingesetzt, hauptsächlich von Frontex. Das ist die Rüstungsagentur, die Flüchtlingsagentur, so dass man also die Flüchtlingsboote, die jetzt herkommen, gerade von der Südtürkei, auf der Ägäis ist momentan die eine der Hauptflüchtlingsrouten, also alles im Blick hat und natürlich auch, das weiß ich, immer wieder versucht, Flüchtlingsboote wieder zurückzudrängen in türkische Gewässer oder woanders hin. Also von daher ist das nochmal für mich auch ein anderer Grund, gegen Drohnen zu kämpfen. Dafür belasse ich es jetzt mal als Einleitung. Wir reden ja jetzt noch weiter und ich wünsche uns allen einen guten Abend. Dankeschön. Professor für internationale, intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik. Und danke, Annette, dass Sie mich aus meinem Ruheschlaf, den ich mittlerweile eingetreten habe, ein bisschen aufgeweckt hat, damit ich heute Abend hier sein kann. Ja, wir hatten uns gedacht, dass wir die Veranstaltung in zwei Blöcke gliedern. Einen ersten, der eher von der Wissenschaft herkommt, dass die Problematik der Drohnen von dort aus behandelt. Dazu haben wir hier zwei Menschen, die sich intensiv damit beschäftigt haben. Zum einen Herr Dr. Marcel Dicko von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Die Stiftung für Wissenschaft und Politik ist ein offizieller Think Tank der Bundesregierung, der hauptsächlich der Bundesregierung zuarbeitet. Er hat gearbeitet, forscht, publiziert, hauptsächlich zu Fragen von Technologie und technologischer Entwicklung in der Sicherheitspolitik, geht also auch in das Technische der Drohnenproblematik hinein. Dann weiter zu meiner Linken, Christoph Mareschka von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Sein geografischer Schwerpunkt ist Afrika, was zunehmend für Drohnen attraktiv zu werden erscheint. Und er hat also auch sehr viel zu Drohnen, zu Fragen der Sicherheit gearbeitet und publiziert. Direkt zu meiner Rechten ist Wolfgang Gierke. Wolfgang Gierke leitet den Arbeitskreis Internationale Politik bei der Linksfraktion und wird also hauptsächlich die Position der Linken hier erörtern und Annette Groth, wie gesagt, im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages, wird auch unter der Menschenrechtsproblematik auf diese Problematik eingehen. Ich möchte mir eigentlich noch eine kleine Bemerkung gestatten, wie Politik sich selbst entmachtet und selbst überflüssig macht, wenn man sieht, dass die terroristischen, so nenne ich das, Drohnenangriffe dazu führen, dass die Gegenterrorbedrohung inzwischen so groß ist, dass die USA fast ihre sämtlichen Botschaften in der arabischen Welt geschlossen haben. Das heißt, man gibt das wichtigste Instrument der Außenpolitik, das wichtigste Instrument der politischen Gestaltung auf oder muss es aufgeben als Folge dieser Aktionen. Wir geraten in eine Welt, die einem eigentlich immer unverständlicher erscheint, wenn man solche Prozesse sieht, die eigentlich zwangsläufig und vorhersehbar sind. So, ich will aber jetzt hier nicht das Referat halten, sondern möchte Ihnen, Herr Dicko, das Wort geben. Das geht, ja. Wunderbar, das macht das für mich ein bisschen einfacher. Ja, mein Name ist Marcel Dicko, ich komme von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir arbeiten übrigens nicht für die Regierung, sondern für den Bundestag und werden auch vom Bundestag bezahlt. Also das macht uns ein bisschen unabhängiger von denen, die im Kanzleramt sitzen.
finde das natürlich auch ganz angenehm. Ich habe heute die Aufgabe, nicht nur über Drohnen, sondern vor allem über Rüstungskontrolle von Drohnen zu sprechen. Ich habe dafür 15 Minuten Zeit, es wird also eher eine Sprintstrecke, denn ein Marathon werden. Und ich möchte da gleich einsteigen, und zwar mit der Frage, was ist denn eigentlich das Problem, warum machen wir keine Rüstungskontrolle für Drohnen? Das Problem ist, wie gesagt, es gibt noch solche eine Rüstungskontrolle noch nicht. Vor allen Dingen ist sie schwierig einzuführen, und das hat mit nicht nur technischen, aber auch politischen Dingen zu tun, über die ich natürlich sprechen werde heute. Und sie ist auch nicht einfach zu überwachen, selbst wenn man sie mal eingeführt hat. Das wahrscheinlich größere Problem an der Rüstungskontrolle von bewaffneten Drohnen oder auch Kampfdrohnen, aber ich nenne sie lieber bewaffneten Drohnen, ist, dass in meinen Augen die bewaffneten Drohnen eigentlich noch gar nicht das Problem sind, sondern sie sind nur das Anfangsstadium eines viel größeren Problems, was dann kommt. Und was ich mit autonomen Systemen oder robotischen Systemen zusammenfassen würde, die uns vor allen Dingen auch politisch auf eine viel größere, vor ein viel größeres Problem stellen. Ich habe drei große Punkte mitgebracht, die da lauten, eine kleine sozusagen technische Einführung in die Drohnen, damit sie verstehen, warum das mit der Rüstungskontrolle so schwierig ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was daraus für politische, technologische und auch militärische Folgen erwachsen. Und den dritten Punkt habe ich mal ganz optimistisch die Chance für die Rüstungskontrolle genannt. Gehen wir mal zurück zu dem kleinen technischen Überblick. Wenn wir heute über Drohnen reden, dann müssen wir unterscheiden zwischen den Bewaffneten und den Unbewaffneten. Und man muss im Prinzip sagen, dass wir da über Plattformen reden, die völlig klassisch sind. Also ein Kollege aus der Industrie hat das mal genannt, was da am Himmel fliegt, sind motorisierte Segler, Segelflugzeuge. Das ist der Stand der Technik, über den wir da reden. Es ist also von der Plattform her eher 70er, 80er Jahre Technik. Was es spannend macht, ist das, was drin ist, also nicht das, was es zum Fliegen bringt, sondern die Steuerung, die Sensorik und sozusagen die Einbindung in das militärische Netzwerk. Bei den fliegenden Plattformen, es gibt ja noch andere Roboter, es gibt ja auch Landsysteme und Seesysteme, aber bei den fliegenden Robotern gibt es mehrere Trends, die man kennen muss. Der erste Trend ist relativ offensichtlich, nämlich der Trend zum immer kleiner werden. Also es gibt auch oft zivilen Forschungslabors inzwischen Drohnen sozusagen, die die Größe eines Insekts haben und auch genauso fliegen wie ein Insekt. Im Übrigen ist die gesamte Technologie eher von der zivilen Seite getrieben als nicht als von der militärischen Seite. Wir nennen das im Fachjargon Dual Use, also Zweifachtechnologie. Das heißt, dass sie auf beiden Seiten entwickelt wird und eben auch Anwendung hat, sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich. Der nächste Trend ist ganz offensichtlich, das ist die Bewaffnung von solchen unbemannten Plattformen. Der dritte Trend ist, dass sie zunehmend automatisiert arbeiten. Das heißt, sie besitzen noch nicht unbedingt eine Autonomie, aber sie können bestimmte Dinge automatisch erledigen, die immer wieder auftreten. Und der vierte Trend ist, wie eben angedeutet, schon die Autonomie. Das heißt, sie sind in der Lage, aufgrund bestimmter Muster Entscheidungen zu treffen. Das sind für den Moment noch sehr einfache Entscheidungen. Also vergleichbar mit der eines Autopiloten in einem Zivilflugzeug. Also ist es eine Wolke, ich umfliege die Wolke und so weiter und so fort. Das sind die vier Trends, die ich da im Moment sehe. Man muss jetzt wissen, dass insbesondere die letzten beiden Trends, also die Automatisierung und die Autonomisierung, eigentlich ein komisches Wort, letztlich ein direkter Zwang sind aus den technischen Schwächen der Fernsteuerung. Also eine Drohne fernzusteuern ist eine Verbesserung, weil sie keinen Piloten hat, der natürlich etliche Schwierigkeiten mit sich bringt. Also der Pilot, da braucht man Lebenserhaltungsmaßnahmen, der muss nach 5 Stunden mal aufs Klo und so weiter und so fort. All das muss eine Drohne, die keinen Piloten hat, nicht. Aber so Dinge wie, dass die Verbindung abreißen kann, dass man immer einen Satelliten braucht, um sie zu steuern, zumindest wenn sie weiter fliegt als die Sichtflug, als die Sichtverbindungslinie,
All das führt dazu, dass man eigentlich will, dass diese Systeme automatisch arbeiten. Denn wenn die Kommunikation mal abreißt, muss das System ja irgendwas machen. Das kann ja nicht einfach vom Himmel stürzen. Das ist übrigens der Grund, warum die Roboter in der Luft sozusagen besonders weit fortgeschritten sind in ihrer Entwicklung im Vergleich zu Land- und Seesystemen, weil in der Luft eben keine Hindernisse rumfliegen. Es ist besonders einfach, dort einen Roboter sozusagen fliegen zu lassen. Der fliegt, solange man nichts tut, einfach geradeaus. Das würde bei einem landgestützten Roboter einfach nicht funktionieren, weil er irgendwo gegenlaufen würde zum Beispiel. Das ist der Grund, warum wir bei den Drohnen so besonders weit sind. Ein weiteres Problem, was da auf uns zukommt, was wir jetzt schon sehen, ist, dass diese Systeme technisch sehr komplex sind. Und komplex heißt, dass die Systeme das sind, das heißt aber auch, dass die gesamte Infrastruktur darum sehr komplex ist. Also die unbewaffneten Drohnen, die die Bundeswehr in Afghanistan einsetzt, werden gar nicht von der Bundeswehr gewartet, sondern das macht die Firma, weil die Bundeswehr technologisch dazu überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das zu machen. Natürlich kann man das ausbilden und so weiter, aber es ist eben Hochtechnologie auf eine gewisse Art und Weise. Und dann kommt dazu, dass nicht nur sozusagen die Technologie, sondern auch das Benutzen dieser Technologie komplex ist. Also es erfordert komplexe Mechanismen in den Führungs- und Entscheidungsstrukturen, auf die die Bundeswehr zumindest noch nicht wirklich vorbereitet ist und die Amerikaner lernen gerade, wie man das macht. Aber ich würde sagen, dieser Lernprozess ist definitiv nicht in den nächsten Jahren abgeschlossen, sondern es dauert noch eine ganze Weile. Was muss man noch über diese Technologie wissen? Sie proliferiert stark. Das heißt, sie verbreitet sich sehr stark, weil es eben auch eine zivile Technologie ist, über die einzelnen Länder. Es gibt inzwischen Schwellenländer, die diese Technologie beherrschen. Es gibt nicht staatliche Organisationen, die diese Technologie beherrschen oder sie einkaufen und sie auf jeden Fall einsetzen. Wir wissen, dass die Hamas und die Hisbollah mit vermutlich iranischen Drohnen, wenn auch viel kleiner als das, was die Bundeswehr zum Beispiel einsetzt, experimentiert. Das ist ein Problem. Und ich habe das schon angedeutet, ganz zum Schluss dieses ersten Kapitels, die Dual-Use-Fähigkeit. Es ist eben eine Technologie, die, selbst wenn man sie militärisch verbieten würde, zivil von enormer Bedeutung ist. Und ich meine gar nicht die kritischen Anwendungen, wie dass die Grenzschutzagentur der Europäischen Union Frontex das einsetzt, sondern zum Beispiel, dass es für die Polizei oder für die Feuerwehr hilfreich sein kann, eine kleine Drohne in ein Gebäude zu schicken, in das Menschen nicht gehen können, um zu gucken, was da vor sich geht. Also wenn da ein Brand herrscht, ob da noch Personen drin sind, ob die Fluchtwege frei sind und so weiter und so fort. Zweitens, politische Folgen, technologisch und militärisch gesehen. Zuerst einmal muss man sagen, die Drohnen, die wir militärisch kennen, kommen eigentlich aus symmetrischen Konflikten, wo Staaten gegen Staaten gekämpft haben. Was danach kam, war, dass sie zunehmend in diesen asymmetrischen Konflikten, also im Antiterrorkampf oder in der Aufstandsbekämpfung eingesetzt wurden. Mein Gefühl dabei ist, dass das eigentlich wieder zurückgeht zu einem symmetrischen Konflikt. Also, dass wir irgendwann unbemannte Systeme durchaus wieder in regulären Kriegshandlungen sehen werden. Und dass die Systeme, die wir im Moment in der Entwicklung beobachten können, in diese Richtung gehen. Zweitens, wir beobachten dabei, dass es zu einer Art Entgrenzung des Konfliktes kommt. Es gibt ja nicht den klassisch erklärten Krieg, aber normalerweise ist Krieg dort, wo Konflikthandlungen auftreten. Im Antiterrorkampf würde ich sagen, herrscht kein internationaler bewaffneter Konflikt vor, wenn man einen Drohnenangriff zum Beispiel in Pakistan oder in Jemen macht. Das ist einfach unterhalb der Schwelle. Es ist ein Gewalteinsatz, aber es ist unterhalb der Schwelle eines international bewaffneten Konflikts, zumindest so, wie ihn die Mehrheit der Völkerrechtler definieren würde. Man könnte also auch sagen, es ist eine Art Entkriegung, ja? Also weil es eben kein genau direkt erklärter Krieg mehr ist. Ich meine, Kriege werden sowieso nicht mehr erklärt. Das ist, gibt es im Völkerrecht auch gar nicht, dass man einen Krieg erklären muss. Aber es entspricht so ein bisschen unserer Vorstellung. Die dritte Folge, die ich beobachte, ist, dass es zu einer Strategisierung, auch ein ganz komisches Wort, kommt. Also normalerweise sind
Kampfmittel, einfach taktische Mittel, die man einsetzt, um im Feld einen bestimmten Erfolg zu erreichen. Normalerweise sind sie also nicht strategisch ausgerichtet. Ausnahme sind die berühmten strategischen Nuklearwaffen. Drohnen werden durchaus strategisch eingesetzt, weil sie den Krieg auf eine gewisse Art und Weise personalisieren. Weil man nicht mehr gegen beliebige Kombattanten, Kämpfer kämpft und vorgeht, sondern weil man gezielt gegen bestimmte Funktionsträger vorgeht. Dann haben sie natürlich ein erhebliches Proliferationsrisiko. Darauf bin ich schon eingegangen. Die politische Folge davon ist möglicherweise ein Wettrüsten. Ich würde sagen, wir sehen Anzeichen davon. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die kausalen Zusammenhänge wirklich beweisen können. Und last but not least, ich denke, dass man argumentieren kann, dass die Hemmschwelle, solche Waffen einzusetzen, dadurch sinkt, dass sie unbemannt sind. Ich würde nicht sagen, dass es die militärische Hemmschwelle ist, die dadurch sinkt. Ich würde aber sagen, dass es die politische ist. Also wenn man sieht, wie die Amerikaner im Antiterrorkampf vorgehen, würde ich annehmen, dass sie das mit bemannten Kampfflugzeugen in Pakistan nicht tun würden. Das ist hypothetisch. Aber ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner es gerade deswegen tun, weil es eben ein quasi nicht militärischer, verdeckter Geheimdienst, ich benutze jetzt mal den Begriff, der Amerikaner Krieg gegen den Terror ist. Ja, es ist natürlich kein Krieg, sondern es ist ein Vorgehen. Aber mir scheint, dass sozusagen die politische Hemmschwelle zum Einsatz dadurch gesenkt wird. Wir haben nicht besonders viele andere Beispiele, insofern ist die Statistik schlecht, die ich hier betreibe. Aber ich würde sagen, dass es Hinweise dafür gibt. Drittens, die Chancen für die Rüstungskontrolle. Wie gesagt, es gibt keine Rüstungskontrolle für Drohnen, mit einer Ausnahme. Da streiten sich die Geister ein bisschen. Ich würde sagen, es ist ein relativ klarer Fall. Drohnen fallen unter den KSE-Vertrag, also konventionelle Rüstungskontrolle in Europa. Die meisten europäischen Staaten sind damit drin, insbesondere auch Russland. Sie fallen darunter, weil in diesem Vertrag nicht definiert wird, ob ein Kampfflugzeug einen Piloten haben muss oder nicht. Also sozusagen, da geht es nur um die Plattformen und deswegen fallen sie darunter, aber nur, wenn sie in Europa stationiert sind. Das trifft auf die bisher existierenden bewaffneten Drohnen in Europa nicht zu, weil die sind alle im Einsatz in Afghanistan, in der Regel in Afghanistan. Wenn sie also irgendwann mal zurückkommen sollten, wird bei den Deutschen nicht passieren, die sind nur geleast, aber wenn die Deutschen mal solche anschaffen sollten, gehen selbst die Juristen im Außenministerium davon aus, dass sie unter den KSE-Vertrag fallen. Das ist insofern aber wirkungslos, weil die Zahlen, die dort vereinbart sind, so hoch sind, dass Deutschland da lange drunter liegt. Also da besteht noch reichlich Potenzial zur Aufrüstung nach oben. Deutschland hat in den letzten 20 Jahren auch bei Flugzeugen massiv abgerüstet, nicht aufgerüstet, Folge des Ende des Kalten Krieges. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie könnte man solche Rüstungskontrolle machen, damit man kann eine Schwelle definieren und sagen, alles was da drunter ist, ist okay, alles was da drüber ist, ist nicht okay. Damit meine ich eine qualitative Schwelle. Wenn die Systeme das können, ist es okay, wenn sie das können, ist es nicht okay. Das Problem damit ist, wie definiere ich diese Schwelle? Und das Problem mit Definitionen ist, dass sie eben Definitionen sind und dass möglicherweise nicht alle das Gleiche unter diesen Definitionen verstehen. Wir haben diese Probleme in ganz vielen anderen Rüstungskontrollverträgen, bei den Chemiewaffen, bei den Biowaffen und auch bei den Nuklearwaffen. Drittens, man kann natürlich sagen, okay, wir akzeptieren, dass es Drohnen und auch bewaffnete Drohnen gibt und sagen, wir begrenzen sie einfach in der Anzahl. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Einfach deswegen, weil es für alle Staaten, die Teil dieses Vertrages sind, die Aufforderung ist, bis an die Schwelle, die erlaubt ist, heranzurüsten. Das kann man verhindern, indem man wie beim Atomwaffensperrvertrag eine Zweiklassengesellschaft schafft und sagt, die Drohnen haben, dürfen, die anderen dürfen nicht. Dass wir damit in ziemlich viele Probleme reingeraten sehen wir beim Atomwaffensperrvertrag. Also das halte ich auch für nicht so gut. Drittens, vorletztens, es gibt natürlich ein paar Strohhalme, an die wir uns klammern können, dass es doch funktioniert, solche Waffen zu verbieten.
Das erste ist eben schon genannt worden. Es gibt offensichtlich eine Reaktion, zumindest der Terroristen, aber auch anderer auf solche Waffen. Das ist ein verstärkter Gang in die weitere Asymmetrie. Das könnte Politiker durchaus davon überzeugen, dass es keine so gute Idee ist. Aber es gibt auch technische Argumente, zum Beispiel, dass das eben sehr komplex ist und deswegen schwer zu beherrschen ist und dass man möglicherweise auf die Idee kommt, es besser zu lassen. Dass solche Systeme, weil sie Hochtechnologie sind, zumindest in der Software, also in der Computer, in den Computern, die da drin sind, dass sie sehr stark angreifbar sind. Stichwort Cyberangriffe. Dass sie sehr kostenintensiv sind, also es gibt das Argument, dass Drohnen vergleichsweise preiswert sind, weil sie eben keine Menschen als Piloten haben. Das ist nach den Statistiken, die ich kenne, es sind übrigens amerikanische Statistiken, also relativ unverfänglich in diesem Fall, ist das ein Irrtum. Sie sind sogar personalintensiver, weil sie höhere Wartungszyklen haben, insbesondere. Ein weiteres Argument, und das ist jetzt ein ethisches, ist, dass sie natürlich die Auseinandersetzung entmenschlichen. Ja, also es nehmen immer weniger Menschen an der kriegerischen Handlung teil und das kann uns sozusagen eigentlich nicht recht sein, auch wenn wir Krieg ablehnen, ist Krieg nach wie vor eine soziale Auseinandersetzung. Ja, also es ist eine Auseinandersetzung zwischen Menschen. Eine furchtbare Form und eine abzulehnende Form der sozialen Auseinandersetzung, aber es bleibt eine Auseinandersetzung zwischen Menschen. Wenn wir da Roboter einführen, wie verändern wir den Charakter dieser Auseinandersetzung? Und das bringt uns zu der Frage, mein letzter Punkt, bei den Strohhalmen, ob wir das eigentlich ethisch zulassen können, dass Roboter oder Maschinen die Entscheidung treffen, einen Menschen zu töten. Sozusagen, ob das, dieser Gedanke ethisch von uns akzeptabel ist, dass eben nicht mehr Menschen die Entscheidung dazu treffen, sondern dass das Maschinen machen. Last but not least, wie erreichen wir das? Wie können wir Rüstungskontrolle erreichen? Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, ich glaube aber nicht, dass es vergeblich ist. Mein Eindruck ist, dass es mit den vorhandenen Verträgen nicht zu erreichen ist, sondern dass man vermutlich einen neuen Vertrag machen muss, der sich nicht um Drohnen oder bewaffnete Drohnen drehen sollte, sondern der sich um autonome Systeme drehen sollte. Also solche Systeme, die unbemannt sind und die gleichzeitig bewaffnet sind. Denn offensichtlich scheint das Problem vor allen Dingen das zu sein, dass Autonomie und Bewaffnung zusammenkommen. Fest steht, dass weil es eben ein ethisches Problem ist, ein hohes Kampagnenpotenzial besteht. Und es gibt bereits eine Kampagne Stop Killer Robots, die nicht nur aus den Vereinigten Staaten, sondern auch aus Europa kommt. Dem räume ich relativ große Chancen. Auch wenn es möglicherweise noch zu früh ist, dass es dazu wirklich in Ergebnissen kommt. Aber zumindest was die Roboter angeht, wie gesagt, nicht die bewaffneten Drohnen, aber die Roboter, steht auch noch ein bisschen Zeit. Was kann Deutschland tun? Deutschland könnte zum Beispiel einseitig ein Moratorium beschließen, indem es sagt, wir schaffen weder bewaffnete Drohnen an, noch machen wir Entwicklung und Beschaffung mit Systemen, die darüber hinausgehen. Das wäre eine Vorreiterrolle in Europa und könnte möglicherweise andere Staaten dazu auffordern, mitzuziehen. Das wäre für Deutschland vor allem deswegen glaubwürdig, weil Deutschland eine Technologienation ist, natürlich von Hochtechnologie lebt, sich mit einem solchen Moratorium aber auf eine gewisse Art und Weise sehr ethisch verhalten würde. Und last but not least, wer könnte sowas anstreben? Natürlich die Zivilgesellschaft, natürlich NGOs, aber auch Wissenschaftler. Wir kennen eine solche Bewegung aus der Anti-Atomwaffen. Zeit, Pakwosch nennt sich das, stammt aus den 40er Jahren, 40er, 50er Jahren, benannt nach einem kleinen kanadischen Dorf, wo sich Wissenschaftler aus der Sowjetunion und aus dem Westen getroffen haben, um darüber zu reden, wie die Welt in ihren Augen mit den Atomwaffen, mit den aufkommenden Atomwaffen umgehen sollte. Also ich denke, dass die Wissenschaft da eine gewisse Rolle hat. Nehme das auf eine Art als Selbstverpflichtung und bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Nico, vielen Dank. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über diese Dinge diskutieren, dass wir auch ein Minimum an Informationen über die technischen Dimensionen, die technischen Möglichkeiten dieser Dinge haben. Denn sonst bleibt das im Appellatorischen. Und ich glaube, Sie haben sehr gut gezeigt, dass man eben diese technischen Dimensionen durchaus dann auch ethisch wenden kann und ethische Forderungen ableiten kann. Eine kleine Anmerkung will ich mir gestatten. Gut, wir können hier kein Völkerrechtsseminar abhalten, aber Kriegserklärungen gibt es nicht. Kann es gar nicht geben, denn alle Staaten dieser Welt sind Mitglieder der Vereinten Nationen. Und in Artikel 2, Ziffer 4 heißt es sehr schön, dass die Staaten sich darauf verpflichten, dass die Anwendung oder Androhung von Gewalt in den internationalen Beziehungen verboten ist. Wenn man sich auf das Verbot einigt, kann man ja dann hinterher nicht dagegen verstoßen, denn eine Kriegserklärung abgibt. Nur wenn man dies genau nimmt, Anwendung oder Androhung von Gewalt, dann erfüllt der Angriff mit Drohnen für mich genau diesen Tatbestand der Anwendung von Gewalt. Aber das können wir vielleicht nachher nochmal genauer diskutieren. Ich würde das Wort jetzt an Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen geben, der uns etwas sagen will über Forschung und Überwachung. Und da haben wir auch, glaube ich, die internen Aspekte der Bundesrepublik aufgreifen können. Christoph. Ja, das wird an ganz vielen Stellen anknüpfen an das schon Gehörte, aber weil das ja auch alles ein bisschen komplex ist, schadet es wahrscheinlich gar nichts. Was ein wesentlicher Unterschied sein wird, ist, dass jetzt eigentlich in dem, was ich sage, überhaupt kein Unterschied gemacht wird zwischen bewaffneten und unbewaffneten Drohnenplattformen. Da kann man drüber diskutieren. Aber letzten Endes, ob Aufklärung und Wirkung von der gleichen Plattform ausgeht oder ob die Plattformen noch physisch getrennt, aber elektronisch eng miteinander vernetzt sind, der Unterschied ist nicht so groß. Und vor allem, was ich jetzt darstellen will für die Forschung und auch die Strukturierung von Wissenschaft, die mit der Entwicklung von Drohnen einhergeht, spielt es überhaupt keine Rolle. Ich will ein bisschen provokativ einen klaren Standpunkt hier setzen, ein bisschen den Konsens aufbrechen. Ich finde, insgesamt fehlt es auch ein bisschen in der Wissenschaft, so klare Standpunkte zu vertreten, über die man sich dann eben auch streiten kann. Ich möchte diesen Begriff des Dual Use, der konsequent im Zusammenhang mit Drohnen auftaucht, möchte ich in Frage stellen. Ich halte es für eine hochgradig ideologische Herangehensweise, fast schon theologische Herangehensweise, quasi zu sagen, es kommt quasi von Gott gegeben oder aufgrund einer natürlichen Entwicklung, die dem technologischen Fortschritt vorgegeben wäre, eine neue Technologie, die ist weder gut noch böse, so ein bisschen zugespitzt, aber im Kern läuft es darauf hinaus und prüft uns Menschen, ob wir damit gut oder schlecht umgehen. Tatsächlich ist es in der abstrakteren Auseinandersetzung mit Technik ist es auch überhaupt nicht die vorherrschende oder überhaupt kein relevanter Standpunkt. Da ist eigentlich relativ klar, dass sozusagen die Genese eines technischen Objekts Teil seines Wesens ist, dass eine technologische Entwicklung immer auch eine Materialisierung gesellschaftlicher Umstände ist. Welche Rohstoffe stehen wie zur Verfügung? Welche großtechnologische weltweite Arbeitsteilung gilt, welche staatlich-administrativen Regelungen ermöglichen der Technologie. Also nehmen wir das Smartphone, da steckt der Krieg im Kongo mit drin, in den seltenen Erden, die da verarbeitet werden, da steckt aber auch die Entscheidung des Staates drin, UMTS-Lizenzen an verschiedene Telekommunikationsunternehmen zu geben. Und da steckt sozusagen eine Stufe von industrieller Entwicklung drin, die eben auch möglich ist, dann flächendeckendes Netz herzustellen. Und zuletzt steckt auch eine Nachfrage drin, eine gesellschaftliche Akzeptanz davon. Und in dem Kontext müssen wir uns fragen, können wir es irgendwie als Zufall oder sowas begreifen, dass in einer Situation, wo sich eine Asymmetrisierung der Kriege andeutet, wo sich sozusagen im Krieg
in der Kriegsführung schon die Trennung zwischen zivil und militärisch, also zum Beispiel zwischen der gezielten Tötung und der massenweisen Datensammlung, auflöst. Es sind ja teilweise die gleichen Standorte, über die beides passiert. Und es ist Teil eines umfassenden Sicherheitsdiskurses, der Bevölkerung per se als Bedrohung definiert und ihre kontinuierliche Überwachung quasi als staatliche oder suprastaatliche Aufgabe definiert. Letzten Endes sind ja Drohnen, das wurde schon gesagt, ist es nicht das Flugzeug, das Spezielle, sondern die Ausrüstung, die im Wesentlichen Sensorintegration bedeutet. Also die Sammlung möglichst vieler Daten und ihre autonome oder automatische Prozessierung. Und ich erinnere mich, dass vor wenigen Jahren der Innenminister Schäuble damals noch vor einem Datentsunami gewarnt hat. Das ist auch der Kontext, und ich möchte das jetzt an drei durchaus subjektiven Schlaglichtern ein bisschen verdeutlichen, wo ich mich das erste Mal mit Drohnen beschäftigt habe. Das war irgendwie zwischen 2004 und 2006, da ich mich eher von organisationssoziologischen, demokratietheoretischen Standpunkt mit diesen Agenturen beschäftigt, die schon angesprochen wurden. Frontex, die Agentur für die operative Zusammenarbeit beim Schutz der Außengrenze, und die Europäische Rüstungsagentur EDA, die ganz seltsame Gebilde sind, die eine nachträglich in der EU-Verfassung verankert, die andere nicht, durch die Kommission eingesetzt. Beim Haushalt hat das Europäische Parlament was mitzureden, aber auch unglaublich hohen Autonomiegrad, die früh angefangen haben, sozusagen industriepolitische Bedingungen zu schaffen, um den europäischen Markt für Drohnen zu schaffen. Das war ums Jahr 2006 herum. Das war bei beiden Organisationen sozusagen eine der ersten wichtigen Aufgaben, die sie sich selbst gegeben haben. Frontex im Zuge ihres hochtechnisierten Integrated Border Management, das unter anderem quasi den Faktor Mensch, Mitleid und Korruption ausschließen wollten und so eine vollautomatische Filterfunktion auch nach Bedrohungsaspekten von einzelnen Personen herstellen wollte. Das andere war die European Defence Agency, die Verteidigungsagentur, die hat die Notwendigkeit von Drohnen an einer Stelle damit definiert, dass sie gesagt hat, Warfare is a mixture between intelligence and kinetic energy. Kriegführung ist eine Mischung zwischen Aufklärung und kinetischer Energie. Und sie haben gesagt, kinetische Energie hat die Europäische Union genug. Also Wirkmittel, Bomben, Schusswaffen etc. Eine Begründung, die sie auch dafür geliefert hatten, dass man das braucht, dass man sozusagen diesen Aufklärungsaspekt verstärken müsse, war eben auch die fehlende Bereitschaft, quasi in der europäischen Bevölkerung Menschenleben zu opfern für europäische Ziele. Sie sagen, auf nationaler Ebene ist vielleicht noch eine Bereitschaft da, das Heimatland zu verteidigen und dafür vielleicht zu sterben. Auf europäischer Ebene ist es nicht da. Obendrein gibt es gar keine Bedrohung der Europäischen Union, für die sich zu sterben lohne. Also deswegen müsste man auf diese hochtechnologisierten Kriege abzielen. Das zweite ist noch früher, setzt noch früher an. 2004 hat in Bremen von der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt ein Workshop stattgefunden zu UAV, UCAV-Aktivitäten in Deutschland. UCAV sind Unmanned Combat Vehicles, also bewaffnete Plattformen. Da waren einerseits die Rüstungsunternehmen anwesend, die bereits Drohnen für die Bundeswehr hatten, also für die klassische zwischenstaatlichen Auseinandersetzung. Für das, was da erwartet wird, wird ja schon seit im Grunde 30 Jahren unbemannte Drohnen verwendet. Vor allem war da aber die Universität der Bundeswehr dort. Zwei Personen vom Institut für Flugsystemdynamik, die da einen Vortrag gehalten haben zum kognitiven Systemansatz für die Entwicklung eines Flugführungssystems
für autonom und kooperativ agierende UCAVs, also autonom agierende bewaffnete und in autonom und in Schwärmen agierende bewaffnete Drohnen. 2004 war das der Plan. Mittlerweile wird dieses Projekt umgesetzt im Rahmen der Forschung an Sagitta mit Beteiligung privater Hochschulen. Die TU Chemnitz ist daran beteiligt, die TU München, die Bundeswehruniversität und Cassidian. Mein Kollege Thomas Mikan hat in der aktuellen Ausgabe des Ausdruck da einen Artikel dazu geschrieben. Er sagt, das Projekt würde ganz offen von der Industrie ausgehen. Er belegt es mit guten Zitaten von Cassidian selbst, wo sie sagen, wir haben Fragestellungen definiert und an zivile Institute weitergegeben zur Bearbeitung, um da sozusagen eine wirtschaftliche und wissenschaftliche Dynamik zu fordern und die besten Köpfe dann wieder abzuschöpfen. Ich sehe da aber ganz klar auch einen politischen Akteur, nämlich die Bundeswehr über ihre Universität als treibende Kraft bei der Entwicklung solcher autonom agierenden Kampf- und in Schwärmen agierenden Kampfdrohnen. Ich möchte kurz sagen, was dieser kognitive Ansatz bedeutet. Die Idee ist, dass sich sozusagen Drohnen nicht wie reine Roboter agieren, man sagt ihnen, geh zu Punkt B und tu das, sondern dass die sozusagen auf Störungen, auf Umweltbedingungen reagieren. Und das Planungsamt der Bundeswehr schreibt hier in einem aktuellen Future Topic, um diesen Stand der Technik zu erreichen, versucht die Forschung unter anderem kognitive Fähigkeiten von Tier und Mensch auf robotische Systeme zu übertragen. Das ist ganz interessant, weil aus diesem Vortrag von 2004, da sieht man schon, dass dieser Planungsablauf für die Artificial Cognitive Unit, der man den Auftrag gibt und die dann autonom den Auftrag ausführen soll, planen soll, die Form eines Gehirns hat. Und das ist sozusagen, um noch kurz das dritte Schlaglicht zu werfen, genau das, was wir in Tübingen beobachten. Da gibt es 4 Institute, die, so viel wir wissen, zu Drohnen forschen. 3 von diesen Instituten machen das im Rahmen des zivilen EU-Forschungsrahmensprogramms für die zivile Sicherheit. Alle 4 sind integriert in den Exzellenzcluster Zentrum für integrierte Neurowissenschaften. Das sind beides staatliche und suprastaatliche Wissenschaftsprogramme, die zu einer unglaublichen und auch sichtbaren Neustrukturierung des Wissenschaftsstandortes geführt haben. Die Informatik, die ich damals noch studiert hatte als Teil des Instituts für Soziale Verhaltenswissenschaften, ist jetzt mit den Informatikern zusammen in der Informations- und Kognitionswissenschaften. Die Sozialwissenschaften wurden marginalisiert, dafür sind ganze Viertel neuer Labore entstanden zu Themen wie künstlicher Intelligenz. Was passiert da jetzt zum Beispiel? Da gibt es einen Forscher, der hat sich immer mit räumlichem Denken beschäftigt. Der hat Ratten in virtuelle Umgebungen verfrachtet, wo er dann geguckt hat, an welchen Wegmarken orientieren sich diese Ratten. Jetzt machen sie das mit Drohnen, mit Quadrocoptern, damit die sich selbstständig orientieren können, selbstständig zurückfliegen können, wenn die Funkverbindung abgebrochen ist. Ein anderer Forscher beschäftigt sich mit Bewegungsdenken. Unter anderem mit ataxiekranken Kindern, die auch in so eine Art virtuelle Umgebung verfrachtet werden und dann wird getestet, unter welchen Emotionen sie wie reagieren. Wie gehören Emotionen, Kognition und Bewegung zusammen? Eins der Ergebnisse jetzt dieser Forschung ist, dass man aus Übersichtsaufnahmen von Fußballstadien automatisch Personengruppen isolieren kann, deren Bewegungsmuster ein hohes Maß an Emotionalität aufweist und die also gefährlich sind. Was wir gerade machen als Informationsstelle Militarisierung ist eine systematische Analyse aller Universitäten mit mehr als 10.000 Studierenden und überall zeigt sich genau das, wo Drohnenforschung stattfindet,
werden sozusagen auch die Bereiche der Biologie, Neurologie, Informatik und Psychologie Sicherheitsfragestellungen unterworfen und im Rahmen großtechnischer Programme wie dem Human Brain Project der EU, dem Sicherheitsrahmenprogramm der Europäischen Union, der Hightech-Strategie Deutschlands und verschiedenen Projekten des Deutschen Zentrums Luft- und Raumfahrt sozusagen unter diese Sicherheitsfragestellungen unterworfen. Das sind wirklich dystopische Projekte, die da einhergehen. Letzten Endes läuft es wirklich darauf hinaus, sozusagen Waffen oder Drohnen als Verlängerung des menschlichen Denkens und Nervensystems und damit auch als unmittelbare Einwirkung auf das zu machen. Ich möchte an der Stelle nicht verheimlichen, dass es auch Projekte gibt, die sozusagen bottom-up stattfinden, Drohnenforschung von unten. Das ist sehr anschaulich, aber auch sehr nachvollziehbar. Es ist ja in den Informatikinstituten ist das oft so, wie man sich vorstellt. Man hat irgendeinen Roboter gebaut und baut den dann Labyrinthe und lässt den dann durch das Labyrinth gehen. Und wenn er es schafft, ist man froh. Das ist ja tatsächlich so ein Standardparadigma. Und anstatt das jetzt mit bodengebundenen Robotern zu machen, findet das eben jetzt ganz viel mit diesen Quadrocoptern statt. Die sind ja wahrscheinlich bekannt mit so 4, manchmal auch mit 8 Rotoren. Ganz häufig mit dem AirRobot 100, der zugleich für die Bundeswehr als Mikado, Mikroaufklärungsdrohne für den Ortsbereich im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz ist. Und das ist, glaube ich, auch der Anknüpfungspunkt, um hier den Schluss zu machen. Es ist bestimmt nicht schlecht, auf rechtlicher Ebene zu arbeiten. Eine rechtliche Ächtung von bestimmten hochautonomen bewaffneten Drohnen hätte schon mal zur Folge, dass jeder, auch der eine kleine Komponente künstliche Intelligenz dazu beiträgt, zumindest mal einen Moment drüber nachdenken müsste. Was hat das damit zu tun, eventuell, was könnte das mit Kriegführung zu tun haben? Aber parallel zu diesem politischen, rechtlichen Engagement sind wir, glaube ich, auch ganz stark gefordert, insgesamt diese Technologie zu beobachten und zu kritisieren und an die Universitäten zu gehen und die Menschen damit zu konfrontieren und sie nicht einfach mit dieser Rede vom Dual Use, wir machen ja nur die Technik, wie sie eingesetzt wird, bestimmen die Politiker davon kommen zu lassen. Ja, vielen Dank, Christoph, über die Herstellung genau dieser Zusammenhänge. Und ich denke, das ist jetzt eigentlich ein guter Übergang von dem, was du aufgerissen hast, zur Frage der Ethik zu kommen und Annette Groth mit ihrer Befassung mit den Menschenrechten auch auf diese Drohnenproblematik blicken zu lassen. Ja, ich bin ja keine Ingenieurin, sondern nur Soziologin, aber wenn ich das so höre und so bestimmte Sachen lese, dann wird es mir wirklich ganz Angst und Bang und da ist der Orwell ja überhaupt nichts dagegen. Und wie schnell die Entwicklung geht, zeigt eine Meldung vom 4.8., das ist vor ein paar Tagen gewesen, ja. Da hat sich also de Maizière und sein französischer Amtskollege Le Drian sind dafür, die Zulassung unbemannter Flugzeuge europaweit einheitlich zu regeln, haben einen Brief an Catherine Ashton geschrieben und möchten also, dass der Europäische Rat im Dezember darauf hinarbeitet, Drohnen in den Flugverkehr zu integrieren. Ja? Um Drohnensysteme zu entwickeln, müsste man auch über steuerliche Anreize nachdenken. So weit ist es schon. Ja? Also Drohnen in den normalen zivilen Flugraum zu integrieren. Wenn man dann mal fliegt und aus dem Fenster guckt, dann kann man dann vielleicht mal was sehen. Also das ist unglaublich Geschwindigkeit. Und ich bin sehr froh, dass du das europäische Forschungsprogramm eben angesprochen hast. Das ist nämlich die einzige Budgetlinie in der gesamten EU-Haushalt,
dieser Haushaltstitel wächst um 30%. Ja? Da die ganze Militärforschung, ja, was wird hauptsächlich in diesem europäischen Forschungsprogramm gemacht, da profitieren zum Beispiel 29 israelische Rüstungskonzerne direkt und Deutsche natürlich auch und andere. Es ist jedenfalls unglaublich, was auf diesem Gebiet alles passiert, ohne jegliche parlamentarische Kontrolle im Übrigen. Ich habe eine kleine Anfrage zu diesem Thema gemacht, nach Dual Use gefragt und dann habe ich so eine Antwort von der Bundesregierung gekriegt, als ob ich nicht wüsste, was Dual Use ist. Ja? Nein, nein, es ist alles nur zivile Forschung und so. Das ist eine große Lüge und großer Blödsinn gewesen. Ich möchte jetzt nochmal zurück, was Marcel Dico, das Wort Entkriegung, das hat mich in der Tat doch ziemlich gestört. Ich würde sagen, das, was wir jetzt erleben, gezielte Tötungen, ist eine Form der globalen Entrechtlichung. Das ist es. Es ist nicht eine Entkriegung, es ist ein Krieg gegen eine ganze Bevölkerung, ja? Das sich dann, sagen wir mal, in Pakistan so festmacht, dass die Menschen, die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, weil sie stark traumatisiert sind, weil wenn man diese Geräusche permanent hört, dann kriegt man natürlich Angst. Ja? Und wenn man weiß, dass auf bestimmte Gruppen, unter anderem auch traditionelle Schlichtung, da war eine Jirga gewesen, das sind traditionelle Schlichter, da hat man, obwohl das Militär vorher Bescheid wusste über diese Jirga, da waren also hunderte von Menschen und trotzdem wurden sie also von Drohnen beschossen und es sind weit über 100 Menschen dabei gestorben und natürlich sehr, sehr viele verletzt. Das heißt, dass bestimmte gesellschaftliche kulturelle Geflogenheiten, wie so eine Streitschlichtung, diese Jirga, überhaupt gar nicht mehr zustande kommt. Ja? Das hat also eine riesengroße Dimension und da kann man nicht von Entkriegung reden, sondern es ist Krieg. Also es ist ein Terrorkrieg gegen die gesamte Bevölkerung. Und das ist natürlich mit völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Konventionen, Abkommen, alles, was wir haben, überhaupt nicht in Einklang zu bringen, sondern eine ganz große Verletzung. Ein Taliban-Führer hat mal gesagt, bei jedem Drohnenangriff kriegen wir mindestens 3 bis 4 neue Selbstmordattentäter. So voller Hass, und das ist doch völlig klar, stellen Sie sich mal vor, wir hatten eine Anhörung zu dem Thema vor einigen Monaten im Bundestag gehabt. Da kam dann die Frage auf, okay, ein SPD-Kollege von mir ist jetzt mal unter Terrorverdacht und steht auf dem Marktplatz in Münster mit uns allen, die wir hier so sitzen. Wäre es möglich, dass ein Drohnenangriff auf dem Platz in Münster, Marktplatz in Münster, gemacht werden würde? Nur weil einer von uns, in dem Falle eben mein Kollege, unter Terrorverdacht steht. So muss man sich das mal plastisch vorstellen, hat eine interessante Diskussion da gegeben. Aber um das mal realiter nachzustellen, ja, und das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, was wir da erleben, einfach gezielte Tötung, ich habe das vorhin schon angesprochen, auf Menschen, die mutmaßlich, ja, Terroristen sind oder Terrorangriffe planen, völlig ohne jegliche Beweise, nur unter Verdacht aufgrund von irgendwelchen Handlungsverhaltensmaßnahmen, wenn zu 5 oder zu 6 ich irgendwo in Nordpakistan jetzt stehe, mit einigen von ihnen, müssen wir damit rechnen. Ja, dass diese Drohne über uns denkt, wir planen etwas und uns dann abknallen. Das geht doch nicht. Und dass es natürlich die Souveränität noch eines Staates verletzt, das ist ja ganz klar. Die neue pakistanische Regierung hat doch direkt, als sie jetzt eingesetzt wurde, das auch sofort als eines der Hauptpunkte
in ihrer Regierungserklärung genannt, dann die Drohnenangriffe müssen stoppen. Oder pakistanische Richter haben dann im Mai erklärt, US-Angriffe in westpakistanischen Stammesgebieten sind Verletzung des internationalen Rechts und ein Angriff auf die Menschenrechte und forderten dann, Pakistan müsste diese Drohnen abschießen, um die eigenen Bürger zu schützen. Ja? Also das hat natürlich unglaubliche Dimensionen. Pakistan hat die Atombombe, das darf man nicht vergessen. Ja? Und wer auch immer mal da dran kommt ans Ruder, ich mag mir das alles nicht so ausmalen. Aber das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Man deklariert noch alle männlichen Personen über 18 als mögliche Verdächtige, um die Zahl der zivilen Opfer klein zu halten. Das heißt, alle Männer über 18 Jahre sind potenzielle Terroristen. Ich meine, da pervertiert sich Entschuldigung, bitte, das müssen Sie mir sagen. Weiter. Und das heißt, das widerspricht auch dem Völkerrecht, denn es gilt natürlich, jeder als Zivilist, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und das ist die ganze Krux bei den gezielten Tötungen, die sämtliche menschenrechtlichen Konventionen, Recht auf Leben und dergleichen verletzen und eine absolute Entrechtlichung nach sich zieht. Ja? Wir haben die Befürchtung, oder das kann man schon eigentlich sehen, die größten Produzenten sind USA und Israel. Im Übrigen hat Dornier in den 90er Jahren an diesen Sachen schon geforscht. Das weiß ich von einem Freund, der in der Zeit bei Dornier gearbeitet hat und an der Drohnenentwicklung beteiligt war und hat gesagt, ja, dann haben wir also unsere Forschungsergebnisse den Israelis weitergegeben, der israelischen Regierung, umsonst. Und sagt, ja, ist doch verrückt und heute kaufen wir die ganze Technologie wieder zurück. Es ist, Israel ist insofern ein Sonderfall, weil da Drohnen auch in jedem Krieg gegen Gaza also getestet wird. Und diese Joystick-Mentalität, ja, also mit Knopfdruck Menschen zu töten, also in der Tat ganz, ganz pervers in meinen Augen ist, das sind nämlich hauptsächlich oder nur ausschließlich Frauen, Soldatinnen, die in klimagekühlten Räumen sitzen und die Monitore vor sich haben. Und dann ist es die Mauer an Gaza, die den Gazastreifen ja hermetisch abriegelt. An dieser Mauer sind also Schusswaffen in bestimmten Abständen befestigt und 24 Stunden wird diese Mauer also geguckt durch Monitore und wenn sich da eine merkwürdige Bewegung zeigt oder so oder ein Mensch zu nah rangeht, dann kann diese Soldatin auch nur ihren Vorgesetzten zu fragen, kann ich drücken und auf diese Art und Weise, das ist nicht bekannt, sind Hunderte von Menschen schon genau da gestorben oder getötet worden. Also das ist die Menschenrechtler und Völkerrechtler befürchten, also bei dieser Art der Kriegsführung, die ja als sauber immer geschildert wird, weil natürlich eigene Soldaten kommen nicht zu Tode, ja, ist und von daher sauber, dann verhindert es und macht eine Gefangennahme unmöglich. Also deswegen wurde auch Bin Laden höchstwahrscheinlich ja auch umgebracht, erschossen. Das war nämlich gar nicht nötig gewesen. Also das heißt, und natürlich strafrechtliche Prozesse braucht man dann auch nicht führen. Ja? Also um jemanden zu beweisen, dass in der Tat jemand einen Terroranschlag vorhatte und so weiter und so fort. Also das heißt, die ganze Straf,
das Strafrecht wird in dem Fall auch außer Kraft gesetzt. Und das ist für mich eigentlich einer der entscheidenden Punkte, weil auf bloßem Verdacht irgendjemand zu töten, das ist, da kommen wir in die Barbarei. Ja? Und wenn natürlich dieser Hass, das erzeugt Hass in Pakistan, in Jemen, in Somalia, Hass auf alles Westliche und vor allem natürlich auf die Amerikaner, aber da wird man dann natürlich sehr schnell die gesamte westliche Welt vereinnahmt und ich denke, insofern ist das auch unsere aller Aufgabe, da etwas gegenzusetzen und wirklich eine große, große Kampagne zu fahren gegen die Drohnen zu sein und vor allen Dingen gegen gezieltes Töten ohne Strafgerichtsprozess. Das dürfen wir nicht zulassen, das setzt auch demokratische Regeln völlig, völlig außer Kraft. Ich lasse es mir dabei. Ja, vielen Dank, Annette. Ich glaube, dein Punkt zum Schluss ist wirklich entscheidend. Es geht ja auch um uns hier und die Errungenschaft erst bei der Unschuldsvermutung eines Angeklagten, aber der Trennung zwischen Anklage, Richter und Strafvollzug, was immer das dann sein mag, ist eines der Fundamente unseres Rechtsstaats. Und wenn Ankläger, Richter und Henker zu einer Person werden, dann gibt es keine Rechtsstaatlichkeit mehr. Und das geht uns auch hier an. Aber ich will jetzt nicht noch lange Kommentare machen. Wolfgang. Ja, ich will erst mal meiner Vermutung Ausdruck geben, dass aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestages der Verteidigungsausschuss hat sich auch umgewandelt in einen Untersuchungsausschuss, nichts bei rumkommen wird. SPD und Grüne werden de Maizière zum Rücktritt auffordern, weil er fachlich nicht gut gehandelt hat und offensichtlich, wie es behauptet wird, sein Ministerium nicht im Griff hat. Wäre es denn besser, wenn es im Griff hätte? So, und CDU und FDP werden darauf beharren, dass das ganze Drohnenelend, also deutsche Drohnenelend, unter einem Verteidigungsminister Schapping begonnen hat, was ja auch stimmt. Und die Linke, wenn sie klug beraten ist, wird nochmal deutlich machen, dass der ganze Untersuchungsauftrag von Anfang an falsch gewesen ist und nicht zum Erkenntnisgewinn beiträgt. Um was wird denn verhandelt? Dass der Verteidigungsminister de Maizière offensichtlich 500 Milliarden Euro in den Sand gesetzt hat, Millionen, ja, 500 Millionen selbstverständlich in den Sand gesetzt hat, weil eine Zulassung nach den jetzigen Rechtsverhältnissen für diese Drohnentyp nicht zu erreichen ist. Deswegen auch die europäische Debatte, die Zulassungsbedingungen zu verändern. Wäre es denn besser gewesen, wenn er die Zulassung gekriegt hätte für diese Drohnen? Das ist ja die alternative Frage, die man sich mal stellen muss. Und da ist man bei einem Grundproblem. Wir reden über Details, die nicht sehr üblich sind, aber nun ein paar Tage eher oder ein paar Tage später Kenntnisse von den technischen Problemen hätte. Und wir vermeiden bislang eine öffentliche Debatte über die politischen, moralischen und strategischen Hintergründe. Und genau die muss man angreifen. Ich halte das ganze Projekt politisch für falsch, moralisch für schändlich und deswegen ethisch verwerflich und nicht zuzulassen. Und um diese Debatte käme ein deutscher Bundestag nicht rum, sie zu führen. Und ich möchte das jetzt ich hoffe ja, dass ich ihn dazu zwingen kann, ich möchte das einfach an ein paar Punkte nochmal deutlich machen. Eine bestimmte Art und Weise der Technik, auch der Kriegstechnik, ermöglicht eine bestimmte Kriegsführung, wenn sie denn gewollt ist. Das ist stofflich in dem Produkt drin. Das kann man gar nicht selektieren. Weil das so ist, ist eigentlich die entscheidende Frage, welche Kriegstechnik, welche strategische Vorstellung hat die NATO und hat auch die deutsche Politik. Eine entscheidende Wandlung der Ausrichtung nach 1989 der Bundeswehr ist, dass die NATO sich eine neue Strategie gegeben
gerufen hat, nicht mehr Verteidigungsbündnis, ich habe da nicht dran geglaubt, aber das ist nicht so erheblich jetzt, sondern Verteidigung der Interessen der Mitgliedsländer. Und da geht es um geostrategische Interessen und ökonomische Interessen. Und dass eine neue Art und Weise der weltweiten Kriegsführung deshalb notwendig wäre, da die Fähigkeit dazu. Und Deutschland agiert mittlerweile nicht mehr zurückhaltend, sondern agiert als mindestens als Mittelmacht, wenn nicht als Großmacht, die weltweiten Einfluss anstrebt und deswegen auch militärisch in der Lage sein will, mit der modernsten Technik mitzuhalten. Das ist der Hintergrund, weswegen die Bundeswehr jetzt darum kämpft, also die Bundeswehrführung, diese Drohnenrüstung durchzusetzen und für sich möglich zu machen. Das war auch der Hintergrund, weswegen Scherping und seine Nachfolger diesen Kurs gesteuert hat. Also mir das klar ist, ich will nicht immer sie verteidigen. Also von den Verteidigungsministern, die ich kennengelernt habe, Scherping, Struck, Jung, der Filou von zu Guttenberg, der war auch noch am sympathischsten, weil er eigentlich nicht so richtig Lust zur Verteidigung hatte, war zu noch höheren Berufen. Und der Maizière ist der Maizière der Mathematiker des Krieges. Mit einer vorgetäuschten preußischen Ethik, die eine Ethik des Militärischen ist. So, genau darüber will ich die Debatte haben. Der US-Präsident, die Drohnen ermöglichen gezielte Tötungen, technisch ermöglichen sie erstmal, und die Spionagedrohnen ermöglichen eine weltweite Aufklärung, es wird ja überhaupt, das wäre Aufklärung, wenn Sie hier eine Zeitung lesen würden und das erkennbar ist, würde man das Datum erkennen können, der Zeitung. Das heißt, dass ganz andere strategische, militärtechnische Kriegsführung möglich werden. Und unsere beiden Kollegen Wissenschaftler haben schon etwas den Deckel der Büchse der Pandora, wenn man es mal weiterdenkt, aufgemacht. Die Kriege der Zukunft wird der Unsicherheitsfaktor Mensch, soweit es möglich wird, ausgestattet. Und für mich war am erschüttertsten bei dem Oberst Klein, der Kundusbefehl gegeben hat, der hat gesagt, in seiner Begründung, er hat auf dem Bildschirm ja nur Punkte gesehen. Der Unsicherheitsfaktor Mensch wird kann ausgeschaltet werden, mit weiten Umfang. Das wird technisch möglich gemacht. Das wird moralisch und ethisch gepredigt, wenn man sagt, unsere Verluste werden geringer werden und damit der Widerstand. Der Widerstand in den USA gegen den Vietnamkrieg hat angefangen, als die Zinkwerke aus den USA aus Vietnam zurückkamen. Und der Widerstand gegen den Afghanistan-Krieg ist größer geworden, wo man merkte, es gibt nicht nur dort Tote, sondern es gibt auch bei uns Tote. Dass jetzt der Bundestag zusätzlich, das sage ich mal, also das ist jetzt nicht das Kernthema, eine Stelle schaffen wird, wo den deutschen Soldaten im Ausland gefallen sind, wo sie gewürdigt werden, finde ich moralisch sowas an empörend, wie Krieg salonfähig gemacht wird. Darüber gilt es nachzudenken. Also die gezielten Tötungen, die möglich sind über die Kampfdrohnen, müssen genehmigt werden vom US-Präsidenten, was er auch macht. Und dieser US-Präsident, der den Friedensnobelpreis unverdienterweise erhalten hat, hat die gezielte Tötung von über 3000 Menschen genehmigt. Das ist Mord. Und ich versuche gerade, eine Klage gegen die Bundesregierung, eine Anzeige gegen die Bundesregierung in Gang zu bringen. Mindestens wegen unterlassener Hilfeleistung, wenn nicht sogar wegen Beihilfe zur Tötung, also zum Mord, weil offensichtlich die technische Ausführung für Raketen, die von Drohnen abgeschossen worden sind, im Jemen und in Somalia, über Ramstein und Afrikon Stuttgart gelaufen ist. Das verbietet unsere Verfassung. Und wenn man die Verfassung ernst nimmt, muss man auch ein Strafverfahren gegen eine Regierung in Gang bringen, die offensichtlich ihrerseits entweder die Verfassung nicht durchsetzen kann gegen Verbündete, dann müssen diese Standorte geschlossen werden, oder es nicht will. Also der US-Präsident genehmigt das. So, und jetzt, ich habe mit großem Vergnügen Ihren Beitrag gehört. Jetzt will ich Ihnen einen kleinen Text von einem Kollegen von Ihnen vorlesen. Also Sie haften da nicht für. Ich muss da ausgesprochen dazu sagen, ich
Ich bin im Stiftungsrat der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist eine Politik, eine Stiftung, die nicht nur die Bundesregierung berät, sondern auch den Bundestag berät, also der Brain Trust der etablierten Politik, was nicht bedeutet, dass die einzelnen Kollegen etabliert sind. Ihr Kollege Detlef Buch, Militärsoziologe, schreibt Folgendes: Wenn man einwirft, diese unbemannten fliegenden Systeme können die Einsatzschwelle senken und verdecken oder nicht legitimierte Kampfmaßnahmen ermöglichen, der zweifelt an unserer Demokratie. Ich tue das. Ich zweifle an unserer Demokratie. Er zweifelt am Deutschen Bundestag. Ich zweifle am Deutschen Bundestag. Ich kenne diesen Verein und ich kenne die Haltung der Abgeordneten. Er zweifelt am Deutschen Bundestag, der die Bundeswehr mandatiert, und er zweifelt an unseren Soldatinnen und Soldaten, denen er ihm latent zutraut, sich abseits ihrer politischen Vorgaben und Verhaltensrichtlinien zu bewegen, um Parlament und Volk zu täuschen. Wer den Afghanistan-Krieg aufarbeitet, ich habe ja ein Buch dazu gemacht mit Kollegen, der weiß, dass das genau der Fall war, dass man die Bevölkerung täuscht bei Kriegsführung. Ich will Ihnen noch ein Beispiel sagen, das ist grenzwertig. Das bedrückt mich auch immer selber. Also de Maizière sagt ja in den Debatten, glauben Sie denn im Ernst, dass wir gezielte Tötungen anordnen werden? Ich will das persönlich überhaupt keinen unterstellen. Es gibt so eine Einrichtung, das ist eine Verabredung der Fraktionsvorsitzenden, bei besonderen militärischen Vorkommnissen, die Obleute, also die Vertrauensleute der Parteien im Verteidigungsausschuss und im Auswärtigen Ausschuss, geladen werden ins Verteidigungsministerium. Dort gibt es einen abhörsicheren Raum. Wenn Sie da reingehen, ist Ihr Handy aus. Der wird im Jargon das U-Boot genannt. Die ein bisschen abgeschnitten sind von der Welt, aber zu jedem Militärstandort, wo Bundeswehr ist, da sind viele in der Welt, sofort eine Verbindung kriegen. Und da werden Ihnen Bilder vorgeführt von zumeist bärtigen Männern, jungen Männern, denen vorgehalten wird, dass sie an Anschlägen beteiligt waren. Und die sind nominiert vom Verteidigungsminister. Also in den USA ist es der Präsident, bei uns muss es der Verteidigungsminister machen, für eine Joint Priority List. Das heißt, sie sollen ausgeschaltet werden. Natürlich nicht umgebracht werden. Es wird keine Anordnung, auch kein deutscher Befehlshaber. Sie sollen festgenommen werden, verhaftet werden. Das sind denn diese Einsätze, die man erlebt. Wer sagt mir denn, dass nicht andere NATO-Staaten mit ihren Militärmöglichkeiten, mit den Drohnen, diese Ausschaltung vornehmen? Die Bundesregierung bewegt sich auf der Grauzone zu gezielten Tötungen. Warum soll ich ausschalten, dass diese Grenze irgendwann mal überschritten wird, weil sie zur modernen Kriegsführung gehört? Das ist die Kriegsführung von Israel in Palästina, in Gaza, die sogenannten Führer der anderen Seite militärisch auszuschalten. Man geht das Risiko, man minimiert das Risiko der eigenen Soldaten. Deswegen glaube ich, wird aus diesem Untersuchungsausschuss nichts Tolles rumkommen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir die Debatte im Parlament über die ethischen, moralischen und strategischen Fragen der modernen Kriegsausrüstung, auch der Drohnenrüstung, dringend brauchen, damit die Bevölkerung eine Chance hat, sich zu positionieren. Und Veränderungen werden dann aber nur unter dem Druck der Bevölkerung geschehen. Das ist der entscheidende Druckfaktor. So, und ob der de Maizière jetzt zurücktritt oder nicht zurücktritt, ich habe gerade gelesen, er macht sich auf seiner Sommertour fit für neue Einsätze, indem er Panzerverbände besucht. Das kann ja jeder halten, wie er will, aber solche Art und Weise fit machen, stößt bei mir nicht besonders viel auf sehr viel Sympathie. Ich hätte gern, dass man sich fit macht in der Friedenspolitik. Das wäre eine Aufgabe für dieses Land. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Menge Informationen bekommen. Die reicht von eher technischen Fragen, aber auch der Frage nach der Möglichkeit einer Rüstungskontrolle über die Militarisierung unserer Gesellschaft, vor allem auch der Wissenschaft, über Ethik und über
nicht unbedingt für friedensbewegte Menschen erfreuliche Tendenzen unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sollten jetzt diese satte Information, aber auch die hier vorhandene Kompetenz nutzen, um Fragen zu stellen, zu diskutieren. Dafür können wir uns etwa eine Stunde Zeit nehmen. Bitte schön. Ja, bitte. Ja, benutzen das Mikrofon, das hier steht, dann können wir alle besser hören. Ja, weißt du, ob es ja. Ja, bitte. Wenn Sie an eine der hier auf dem Podium befindlichen. Also, das funktioniert. Ja, der Oberst Klein wurde angesprochen. Das ist ja das Thema, wo Deutschland selber auch eine gezielte Tötung praktisch vorgenommen hat mit rund 100 Toten. Es ist bekannt, die Sache mit den Tanklastwagen. Was mich daran interessiert, ist die Frage der Verantwortung. Wer hatte eigentlich die Verantwortung? Es wurde immer gesagt, der Oberst Klein hatte eine Information bekommen. Also auf Deutsch, sie hatten einen Informanten, einen vermutlich bezahlten Informanten, der gesagt hat, es gibt hochrangige Taliban-Führer bei den Tanklastwagen. Das war die Information, die war falsch. Aber von der Information ist der Oberst Klein ausgegangen, die war zutreffend, er hat die amerikanischen Düsenjäger beauftragt, die haben dann geschossen, es haben 100 Tote gegeben. Wer hat dafür eigentlich die Verantwortung? Der Informant wird sagen, ich doch nicht, ich bin doch nur der Informant. Ich habe mich ja geirrt, das kann passieren, ich habe mich geirrt, ich habe nicht die Verantwortung, ich bin der Informant. Klein wird sagen, ich habe mich verlassen auf das, was der Informant gesagt hat. Und so geht das immer weiter, es übernimmt eigentlich niemand die Verantwortung. Die Düsenjägerpiloten sagen, ja, ich habe mich auf das verlassen, was der Oberst Klein uns mitgeteilt hat. Und so übernimmt keiner die Verantwortung, 100 Leute sind tot. Und hier die Sache mit den Informanten. Die Amerikaner regen sich so furchtbar auf über Snowden und den kleinen Manning, der da, wir wissen schon, nicht über 100 Jahre sitzen soll. Das sind Verräter. Und sie selber benutzt an einem Stück, ohne die geht es doch zurzeit noch nicht, bezahlte Verräter, Informanten. Und am Ende segnet es der Präsident ab und muss sich auf das verlassen, was dort unten ihm mitgeteilt wird. Wer hat die Verantwortung? Und das ist das ethische Problem. Alle drücken sich vor Verantwortung. Im Dritten Reich haben alle nur gehorcht. Und hier ist auch keiner da, der wirklich sagt, ich übernehme für diese Tötung wirklich die Verantwortung. Jeder verlässt sich auf irgendeinen anderen. Und das ist unmöglich. Ich denke, wir können die Fragen auch ein bisschen sammeln, wahrscheinlich auch, weil die Antworten von dem einen oder der anderen erst aufgegriffen werden. Peter, bitte. Peter Strutzinski. Ich habe dich schon gehört, ich musste immer diese Liste mir schnell besorgen, weil ich, das hatte so einen praktischen Effekt. Es gibt ja eine Kampagne gegen die Drohnen und es gibt einen Appell, keine Kampfdrohnen, und ich wollte jetzt einfach Werbung dafür machen, auch in diesem Kreis, dass das unterschieden wird, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass in diesem Kreis dieser Appell schon bekannt ist. Aber es gibt immer noch Leute, die das vielleicht noch nicht kennen. Also das geht dann irgendwo rum jetzt. So, ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Willst du dich melden und sagst dir was zu Uran? Wir haben auch viele Appelle, wir haben auch noch einen Appell gegen die Panzerproduktion. Ich wollte jetzt zu den Drohnen etwas sagen. Und wollte eben das zum Ausgangspunkt geben, meinen Appell, diesen Appell zu unterscheiden. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was hier über die Entkriegung gesagt wurde. Annette Groth hat ja schon dazu Stellung genommen, weil ich das eigentlich umgekehrt sehe. Ich sehe umgekehrt die Tendenz,
in dieser Welt sozusagen alle Sphären, alle gesellschaftlichen Bereiche zu militarisieren und sozusagen die Welt total unter eine Kriegsdrohung zu stellen. Und die Drohnen haben meines Erachtens genau diesen Zweck. Sie werden gebraucht vom Militär, um die Schwelle zum Krieg zu senken. Nicht aus irgendwelchen technischen Gründen oder weil es ihnen besser gefällt oder so, sondern einfach deswegen, weil der Widerspruch zwischen Kriegführung auf der einen Seite und der fehlenden Akzeptanz der Menschen auf der anderen Seite, weil dieser Widerspruch immer größer wird. Das haben wir in Afghanistan gesehen oder am Afghanistan-Krieg, das sieht man an vielen anderen Beispielen auch, dass die Bevölkerung nicht so ohne weiteres bereit ist, Tote, eigene Tote in Kauf zu nehmen, möglicherweise aber auch nicht mehr so schnell bereit ist, andere Tote in Kauf zu nehmen. Aber deswegen versucht man eben mit diesen Drohnen die Kriegsfähigkeit auch der Bundeswehr und der anderen Armeen zu steigern. Das ist das Erste. Das Zweite, es gibt tatsächlich keine rechtliche Basis dafür. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit die Rede von Obama am 23. Mai gelesen. Das war ja eine Rede zu den Drohnen und zum Terrorismus. Und er hat dort dankenswerterweise, muss man sagen, und in einer ganz anderen Form, als es hier im Bundestag debattiert wird von den etablierten Politikern, er hat dort sehr tiefgehend versucht, Fragen zu stellen nach dem Sinn auch der Drohnenangriffe. Und er hat sogar gesagt, selbst wenn wir der Meinung sind, dass wir einen gerechten Krieg gegen den Terror führen, und dieser Meinung ist er ja, muss man sich fragen, ob das dann trotzdem mit den Drohnen so in Ordnung ist. Und kommt aber dann zum Ergebnis, jawohl, der Drohnenkrieg ist effektiv und der Drohnenkrieg ist gerecht, also der gerechte Krieg, den gibt es auch wieder. Und einen Tag vor dieser Rede gab es eine Präsidentendirektive, die er unterschrieben hat. Und diese Direktive soll klären, reglementieren, unter welchen Umständen Drohnen, bewaffnete Drohnen, eingesetzt werden. Nur sind diese Regeln derart schwammig ausgeführt, dass letzten Endes die alte Praxis, die wir bisher schon kennen, weitergeführt werden kann. Und zu dieser Praxis will ich noch ein Wort sagen. Es ist in der Tat so, und alles deutet darauf hin, also alle Statistiken, sofern wir überhaupt statistische Daten erhalten über den Drohnenkrieg, alles deutet darauf hin, zum Beispiel in Afghanistan, dass im Zuge des Abzugs, des physischen Abzugs der Soldaten dort und der Kampfflieger und der Raketen und vieles andere mehr, im Zuge dieses Abzugs der Drohneneinsatz ausgeweitet wird. Das lässt sich jetzt schon in den letzten 3-4 Jahren ganz einfach zeigen, dass also die Kampfflieger von, ich weiß nicht, 95% auf unter 90% sinken, entsprechend steigt der Anteil der Drohnen von 5% auf 11%. Also das ist eine Tendenz, die sich andeutet. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist so ein Argument, das man ja immer wieder hört, die Drohnen sind eine Präzisionswaffe. Wir sind ja so toll in der Sensorik und in der Zielerfassung und in der technischen Aufbereitung sozusagen oder Vorbereitung der Bewaffnung dieser Drohnen, dass man viel zielgenauer diese Objekte, also die Menschen trifft, die man treffen möchte. Vor kurzem gab es eine sehr aufsehenerregende Enthüllung, und zwar anhand von Daten des US-Militärs, dass beim Einsatz von Drohnen der Anteil der getöteten Zivilisten sogar 10-mal höher ist als beim Einsatz von Kampfflugzeugen. Das heißt also, mit der Präzision ist es nicht so weit her.
Und noch ein letztes Wort, was die Strategie betrifft. Ich könnte natürlich jetzt noch eine Menge andere Dinge sagen, weil man weiß einfach zu viel über diese ganzen Schweinereien. Zur Strategie. Erstens finde ich es zu kurz gesprungen, wenn man sich darauf verständigt, nur die automatischen, also die Roboter-Drohnen zu ächten und zu versuchen, da über eine Rüstungskontrolle etwas zu erreichen, sondern es müssen die Drohnen sein, die geächtet werden müssen, die Kampfdrohnen, die geächtet werden müssen, weil die machen heute schon, erzeugen heute, werden im Krieg eingesetzt und erzeugen Tote und erzeugen Leid. Das ist ja geschildert worden, auch von Anne de Groot. Das ist das eine. Also es geht um die Drohnen und nicht erst um die zukünftigen Roboter-Drohnen. Und das zweite ist, ich habe vor kurzem einen interessanten Artikel in einer österreichischen Zeitung, in der Kronenzeitung, gelesen, in einem Boulevardblatt, die berichtet hat über eine amerikanische Gemeinde in den USA, ein kleines, ein 500-Seelen-Dorf. Und da wird im Gemeindeparlament, Gemeinderat, wird darüber debattiert und der Antrag liegt vor, der wird wohl auch so verabschiedet werden, dass die Bevölkerung, die über einen Jagdschein verfügt, und das verfügen fast alle männlichen Einwohner, es erlaubt sein müsse, Drohnen, wenn sie über ihrem Gebiet auftauchen, auch abzuschießen. Den entsprechenden Waffen, über die ja wirklich fast jeder Amerikaner führt. Das ist jetzt nicht die Strategie der Friedensbewegung. Kann es auch nicht sein, weil wir in der Regel nicht bewaffnet sind. Aber die Tatsache, dass eine Gemeinde in den USA zu so einem Mittel greift und diese Dinge überlegt, zeigt, dass auch in diesem Land überhaupt kein Verständnis mehr ist für diese herumschwirrenden Drohnen, seien sie zivil, seien sie militärisch, seien sie bewaffnet oder seien sie unbewaffnet. Diese Dinger müssen einfach vom Himmel geholt werden und wir haben dazu politische Mittel und die müssen wir einsetzen. Ja, weitere Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbeiträge? Ja, bitte. Ja, ich habe hier etwas aus einem Leserbrief und zwar wird da darauf hingewiesen, im September 1990, Bundesgesetzblatt 1990, Teil 2, Seite 1386 folgende, sind sogenannte Alliiertenverträge festgelegt worden. Und außerdem noch im Bundesgesetzblatt 1955, 2 Seite S, Kraft 1, 5, 345. Also meine Frage ist, hat sich jemand von Ihnen im Bundestag oder im Landtag damit beschäftigt? Und könnten Sie darüber mal Informationen geben? Denn die Regierung erklärt ja auch, das würde alles gar nicht mehr so gelten. Und das ist so ein bisschen, das, wie gesagt, das habe ich durch Zufall in einem Leserbrief entdeckt. Und die zweite Frage ist auch, haben Sie sich mit diesen Gebäuden der NSA beschäftigt in Deutschland? Jetzt soll in Wiesbaden was Neues gebaut werden. Kann da jemand vom Landtag in Wiesbaden erzählen? Haben Sie da irgendwelche weiteren Informationen? Wie ist das mit der Bauleitplanung? Wie ist das überhaupt mit der rechtlichen Stellung dieser Gebäude? Das wären also meine Fragen. Gerade diese Rechtslage wäre sehr wichtig, vor allen Dingen auch aufgrund des Hintergrunds des Grundgesetzes, was im Augenblick ja noch fehlt. Also vom Landtag haben wir im Augenblick niemanden da, aber ich denke, Wolfgang Lierke kann darauf antworten. Ja, ich hätte zwei Fragen an unsere Wissenschaftler. Die erste Frage geht an beide, da würde mich auch von beiden die Antwort interessieren. Einfach nochmal die Meinung zum Problem Dual Use.
gibt eben mehrere Definitionen dieses Begriffs. Ich glaube, bei Marcel Picot kam das immer eher sozusagen, naturalisierenden Formen vor. Also Dual Use als etwas, das nun mal da ist und damit haben wir uns auseinanderzusetzen. Und ich fand dann die Interpretation von Christoph Marischka sozusagen schon ein bisschen, ausführlicher. Also da hätte ich noch mal gerne vielleicht auch mal eine ganz kurze Einführung für das Publikum, was es denn damit auf sich hat, in zwei, drei Sätzen, was man damit überhaupt meint. Der zweite Hinweis oder die zweite Frage schließt an das an, was Peter Studinski gerade gesagt hat, nämlich an die Problematik der Autonomisierung. Die SPD hat ja in den letzten 8 Wochen einen wirklich fantastischen Salto. Mortale ist jetzt ein bisschen in dem Zusammenhang vielleicht dumm gesagt, aber einen fantastischen Salto hingelegt, indem sie nämlich innerhalb von 8 Wochen ihre Position zu Drohnen und zur Beschaffung von bewaffneten Drohnen vollkommen umgekehrt hat. Es gab lange Jahre keine Positionierung, keine wirkliche Positionierung auf Parteiebene zu diesem Problem. Und jetzt, nun vor ein paar Wochen, gab es einen Vorstandsbeschluss und davor natürlich auch die sicherlich groß medial präsentierte Abwendung des Spitzenkandidaten, des Kanzlerkandidaten, von Projekt bewaffnete Drohnen zu beschaffen. Und nun, wenn man aber richtig nachliest, nämlich in den Wahlprüfstein der SPD, kommt raus, dass sie sich eigentlich nur gegen die Beschaffung oder gegen die sozusagen Beschaffung und gegen die gegen den Einsatz, den militärischen Einsatz von autonomisierten Drohnen wenden. Und deswegen vielleicht auch nochmal an Marcel Picot nochmal zu erklären, was denn der Unterschied ist. Erstens, sozusagen die neue Qualität. Und zweitens, ob denn sozusagen die Problematik des Wettrüstens, beziehungsweise nicht die Problematik des Wettrüstens, sondern die Problematik des Einsatzes dieser Waffenart sozusagen dadurch in irgendeiner Art und Weise behindert wird, durch eine solche Politik, die sich gegen autonomisierte Drohnen errichtet. Danke. Danke. Ja, bitte. Ja, meine Frage richtet sich an die Eingangsthese, die lautete, das war der Indigo. Warum gibt es keine Rüstungskontrolle für Drohnen? Dann sagten Sie ja, es sei sehr schwierig. Die Argumentation habe ich noch nicht so ganz verstanden. Danach kam ja raus, dass Drohnen unter den KSE-Vertrag fallen, wenn sie in Europa stationiert sind. Aber die Drohnen, die Bundeswehr benutzt, sind geleased. Deswegen nur im Ausland. Von wem sind die eigentlich geleased? Welche deutschen Unternehmen stellen solche Drohnen her? Sie haben israelische Firmen angesprochen, US-amerikanische Firmen, aber es könnten ja auch deutsche sein. Wenn es deutsche Hersteller sind, dann müssen die doch unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Oder etwa nicht. Und, oder werden die davon nicht betroffen? Das würde mich noch interessieren. Dankeschön. Ja, danke. Ich glaube, wir überlassen es im Augenblick bei Ihnen. Stoff ist genug für die Beantwortung. Und ich gehe einfach nochmal in der Reihenfolge wie vorhin vor. Christoph, willst du auf die Fragen antworten, die du meinst, dass sie an dich gerichtet sind oder wo deine Kompetenz gefragt ist? Na, ich dachte, zu Dual Use habe ich meinen Standpunkt sozusagen klar gemacht, dass quasi so eine Unterscheidung in eine rein militärische Nutzung und eine zivile Nutzung gar nicht mehr möglich wäre, beziehungsweise angesichts der aktuellen Kriegführung, die ja immer auch zivile Komponenten sozusagen einbezieht. Das Innenministerium ist mit Polizisten dabei, das Entwicklungsministerium und das BMZ ist mit seinen Provincial Reconstruction Teams dabei, baut die Straßen, baut die Quick Impact Projects, alle zusammenarbeiten daran, die Hearts and Minds zu gewinnen, um sie dann mit einem Schuss von der Drohne wieder zu verlieren. Also dass so eine Trennung auch letzten Endes zwischen militärischem Ausland und
zivil im Inland gar nicht mehr möglich ist. Diese Datensammlung, die jetzt so viel thematisiert wird, ist ja auch Teil der Kriegführung. Das fließt ja ein. Das ist die Gesamtvision. Ich habe den Begriff Sensorintegration vorher angesprochen. Die Gesamtvision ist letzten Endes, auf alle Daten, die zur Verfügung stehen, jederzeit zugreifen zu können und dadurch ein Lagebild zu machen, das letzten Endes, also in der Konsequenz der Vision, man muss da natürlich auch immer vorsichtig sein, nicht in die Paranoia zu verfallen, quasi jeder einzelnen Person so einen Risikowert zuordnet. Man hat ja sowas schon auf diesen No-Fly-Listen, Menschen, denen das Fliegen verboten ist. Das ist ja eine zivile Maßnahme, aber es ist ja Teil des Krieges gegen den Terror. Also ich denke, da habe ich meinen Standpunkt relativ klar gemacht. Was ich ganz kurz noch zur Autonomisierung sagen wollte, da ist ja in der Debatte meistens gemeint, dass irgendwelche Maschinen selbstständig eben aufgrund solcher Risikowerte, die irgendwelchen Personen zugeordnet sind, da kommen dann noch andere Werte rein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch jemand anderen tötet und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt die Person ist. Maschinen autonom entscheiden, eine Waffe einzusetzen, zu wirken, wie es so schön heißt, oder schrecklich. Da gibt es unterschiedliche Grade und diese unterschiedlichen Grade bestimmen bis jetzt ganz stark die Debatte. Was schon stattfindet, sind einfach Maschinen, die sozusagen Ziele vorschlagen und dann kann ein Mensch innerhalb von einer Zeitspanne von etwa 1,5 Sekunden zum Beispiel die automatische Wirkung, die automatische Schussauslösung noch blockieren. Oder wiederum andersrum. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Autonomisierung noch an ganz anderen Punkten ansetzt. Und da möchte ich mal ein Beispiel machen. Eine Aufklärungsdrohne. Das macht zum Beispiel das Fraunhofer Institut für Optronik, Sensorik und Bilderkennung in Karlsruhe für die Bundeswehr, gemeinsam mit der Bundeswehr in Afghanistan. Ein Projekt, eine Aufklärungsdrohne, die also sozusagen ein Objekt verfolgen muss. Natürlich ist so eine Drohne für sich recht einfach zu steuern. Nun bewegt sich aber das Objekt noch drunter und die Kamera muss sich zugleich bewegen. Das ist schon eine ziemlich komplexe Aufgabe für den Menschen. Deshalb ist diese Autonomisierung, dass sozusagen eine Standardfluglinie vorgegeben oder dass zumindest die Kamera sich dann automatisch bewegt, je nachdem, wo die Drohne... Die großen Aufklärungsdrohnen sind ja Starrflügler, das heißt, die können nicht in der Luft stehen, die müssen sich bewegen, in einem Verhältnis zu einem bewegten Objekt. Und dann muss sich noch die Kamera bewegen. Das ist schon eine Autonomisierung. Und das setzt aber schon voraus, zum Beispiel, von der Software... in dieser Drohne, dass die eigenständig dieses Objekt sozusagen von dem Hintergrund unterscheidet. Und das macht eben das Fraunhofer Institut, dass dann eigenständig eine Flugroute geplant wird, dass eigenständig dreidimensionale Objekte mit einer Höhe eingefärbt werden, dass eigenständig Fahrzeuge identifiziert werden, farblich markiert werden, also eine Flugbewegung, eine Kamerabewegung gemacht werden und solche Sachen. Und das ist gar nicht vermeidbar. Und dann ist die Frage, das ist aber tatsächlich die Frage, weil die Identifikation sozusagen eines Objekts, eines Fahrzeuges in der Bilderkennung vom Hintergrund der Straße, das ist der erste Schritt dazu, später zu wirken. Weshalb eben diese Frage, ab welcher Autonomisierung und auch die Aussagen der Politik, dass man doch auf keinen Fall autonome Waffensysteme anstreben würde. Also das wird erstens durch dieses Sagitta-Projekt glatt Lügen gestraft. Da ist die Bundeswehr-Universität
im Moment dran, zusammen mit Castilian. Und zweitens ist es einfach plump, weil es nicht wahr ist, dass ich das irgendwie verhindern ließ. Ich mache mal gleich weiter. Ich würde da voll zustimmen. Deswegen ist mein Argument ja auch gewesen, in dieser Veröffentlichung, die wir Ende letzten Jahres geschrieben haben, auf bewaffnete Drohnen zu verzichten, weil man durch sozusagen die Fernsteuerung schon in so einen Automatisierungszwang reingerät. Und der fängt genau bei solchen Sachen an, dass man eben so ganz triviale Dinge, die den Menschen halt einfach zusätzlich belasten, automatisiert und dann geht das immer weiter und irgendwann kriegt, natürlich wird bei der Bundeswehr, ist meine feste Überzeugung, immer jemand da sitzen und sagen, das entscheide ich jetzt ja oder nein. Aber der Mensch wird möglicherweise gar nicht mehr verstehen, wie die Maschine dazu kommt, ihm ja oder nein vorzuschlagen. Das ist das Problem und das ist sozusagen eine slippery slope, also ein Teufelskreis, in den man da reingerät und aus dem man so einfach nicht mehr rauskommt und deswegen war unser Vorschlag, sich auf diesen Pfad erst gar nicht zu begeben. Ich fand deine Definition von Dulius sehr spannend. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man solche ethischen Fragestellungen hat. Ich habe meine Zweifel, ob es sozusagen in der politischen Diskussion weiterhilft, einen Begriff wie Dulius so aufzuladen. Das kann man machen und das ist auch völlig okay. Ich glaube, dass es halt manchmal ein bisschen ablenkt. Deswegen habe ich Dulius sehr utilitaristisch, sehr straightforward definiert. Ja, wenn es militärisch benutzt wird und gleichzeitig zivil, dann ist es Dulius. Also das Erkennungssystem eines für einen Menschen, jemanden, eine Person vor einem Hintergrund zu erkennen und möglicherweise deren Bewegung zu verfolgen, ist genau das, was so Kollisionssysteme in super teuren modernen Autos machen. Ja, die erkennen mit einem Radarsensor oder einem optischen Sensor, ob da von Bürgersteig jemand auf die Fahrbahn raufläuft. Und weil der Mensch dann nicht mehr schnell genug reagieren kann und bremsen kann, macht das System das. Ja, das ist, für mich ist das eine zivile Anwendung, aber es ist absolut dieselbe Technik. Und deswegen würde ich sagen, das ist Dulius. Das nur dazu. Dann waren noch ein paar andere Sachen. Ich bin erstaunt, aber auch erfreut, dass sozusagen meine Wortschöpfung von Entkriegung so viel Provokationspotenzial hatte. So war das eigentlich überhaupt nicht gemeint. Auch das war eigentlich eine ganz wertfreie. Ja, in diesem Fall. Versuche ich es mal Beobachtung zu nennen. Ja. Die Idee war eben zu sagen, schaut her, was die Amerikaner mit den gezielten Tötungen in Afghanistan, aber vor allem in Pakistan, Jemen, Somalia und so machen, ist eben gerade kein Krieg, weil es nicht den Gesetzen folgt, die wir uns im Krieg gegeben haben. Krieg ist ja nicht gesetzlos sozusagen, ist ja nicht regellos, sondern es gibt die Genfer Konventionen, es gibt die Gesetze für den internationalen Waffenkonflikt, es ist ganz klar, was man machen darf, was man nicht machen darf. Und weil die gezielten Tötungen eben nicht vom Militär durchgeführt werden, sondern von der CIA hauptsächlich, ist es eben eine Art, eine kriegerische Auseinandersetzung aus diesem Begriff Krieg herauszuholen, deswegen Entkriegung, war vielleicht eine... Genau, es ist natürlich eine Entrechtlichung und ich stimme all dem zu, was dazu gesagt wurde. Das sollte auch gar nicht das entkräften, ganz im Gegenteil, es sollte nur einfach diesen Aspekt beleuchten. Das bringt mich aber zu dem Punkt, dass wir, glaube ich, nochmal unterscheiden müssen zwischen der Drohne als technische Plattform, ihrer Bewaffnung und was wir damit machen. Nicht wir, aber was die Menschen damit machen. Und ich glaube, dass es wichtig, aber nicht vollständig ist, wenn wir das Thema Drohnen ausschließlich unter dem Aspekt gezielte Tötungen diskutieren. Das ist natürlich im Fokus und es ist unheimlich problematisch rechtlich, völlig klar und auch politisch. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Amerikaner sich damit sich selbst und natürlich auch nicht den Pakistanern
und allen anderen einen Gefallen tun. Aber ich glaube, dass das Thema Drohne, bewaffnete Drohne und das, was danach kommt, viel größer ist. Und dass wir das nicht aus dem Blick verlieren sollten. Wir sollten sozusagen, wenn wir über die Beschaffung von Drohnen und über die Beschaffung von bewaffneten Drohnen diskutieren, nicht nur das Afghanistan-Szenario sehen. Ja? Und da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Das Afghanistan-Szenario ist einfach für die Bundeswehr im Moment, ich versuche jetzt mal ein bisschen gutgläubig zu sein, ist einfach, wir ersetzen den bemannten Luftsupport, die bemannte Luftunterstützung durch eine unbemannte Luftunterstützung. Dann kommt das Pakistan-Szenario, das machen die Amerikaner, das ist das gezielte Töten. Aber es gibt ja noch ganz viele andere militärische Anwendungsbereiche für Drohnen. Und ich glaube, über die müssen wir auch reden, wenn wir über die Beschaffung von solchen Sachen reden. Ich habe, glaube ich, ganz viele Dinge, die an mich gerichtet waren, aber ich werde das jetzt nicht alles beantworten in der ersten Runde, vielleicht dann auch gar nicht. Dual-Use-Definition habe ich. SPD-Positionswechsel. Ich kenne nur den Beschluss des Parteivorstandes der SPD und der besagt, sozusagen, dass die Beschaffung von bewaffneten Drohnen nicht angestrebt wird oder dass das nicht gemacht werden soll. Ich habe zu den autonomen Systemen da noch nichts Offizielles gelesen, aber ich war auch die letzten 4 Wochen im Urlaub, also es kann sein, dass mir das entgangen ist. Aber es gibt natürlich einen Unterschied, völlig klar. Wenn wir über autonome Systeme reden, die möglicherweise alleine eine Entscheidung treffen für einen Waffeneinsatz, das ist Zukunftsmusik. Das gibt es so noch nicht in Ansätzen, aber sozusagen als System, serienreif gibt es das noch nicht. Ich glaube, dass man das tatsächlich verbieten sollte. Und wie gesagt, ich glaube, dass die bewaffneten Drohnen den technologischen Pfad aufzeigen, der dahin führt. Von daher begrüße ich sozusagen diese Kehrtwende der SPD. Afghanistan kostet 2014 mehr Drohnen, habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, das ist eine politische Erkenntnis daraus, dass der Afghanistan-Einsatz mit den ursprünglich definierten Zielen nicht erfolgreich war. Dass auf der anderen Seite in den westlichen Gesellschaften, Herfried Münkler sagte das mal, postheroisch sind. Ja, Herfried Münkler steht nicht besonders in dem Verdacht, ein Linker zu sein. Also wo die Bereitschaft der Menschen unter dem Einsatz des eigenen Lebens etwas zu erreichen, politisch, militärisch zu erreichen, wo diese Bereitschaft wenig oder gar nicht vorhanden ist. Wenn man das zusammenzählt, dann ist klar, dass man, wenn man dort weiter in irgendeiner Weise politischen und militärischen, sagen wir einfach strategischen Einfluss ausüben will, dass man dann die eigenen Truppen reduziert und gleichzeitig militärische oder zivile Systeme einsetzt, die den Vorteil haben, dass die eigenen Menschenleben möglichst nicht gefährdet werden. Das sind unbemannte Systeme. Völlig klar. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn wir in Afghanistan Staatsaufbau machen wollen und wir den militärischen Schutz für diesen Staatsaufbau nicht mehr haben, weil die militärischen Truppen abgezogen werden, dann muss man auf jeden Fall noch Erkenntnis darüber haben, mit der man die eigenen dort wirkenden Menschen schützen kann. Ich weiß nicht, ob Drohnen die richtigen sozusagen Erkenntnisse dafür liefern, da habe ich meine Zweifel. Aber es ist leichter zu argumentieren, wieder vor dem Schutz der eigenen Menschen, als wenn man Polizisten oder so dahin schickt, ja, wo man immer das Problem hat, dass man die nicht kommandieren kann, wie man ein Militär dorthin kommandieren kann. Insofern, ich teile die Beobachtung, habe da aber auch keine Antwort drauf, außer dass man sich vollständig aus Afghanistan zurückzieht und das Land sich selbst überlässt. Aber das ist eine andere Diskussion, die wir, glaube ich, heute hier nicht führen, aber gerne an einer anderen Stelle. Genau, und last but not least, Rüstungskontrolle, Kriegswaffenkontrollgesetz.
Also warum ist die Rüstungskontrolle schwierig? Politisch zuerst einmal, weil ich von den westlichen Staaten keinen Staat sehe mit einer offiziellen Position zu Rüstungskontrolle. Also es gibt keinen westlichen Staat, der sagt, wir wollen jetzt an der Rüstungskontrolle von Drohnen, bewaffneten Drohnen oder Robotern arbeiten. Ich würde sagen, dass das Auswärtige Amt in Deutschland relativ dicht dran ist an einer solchen Aussage. Ich würde sogar sagen, dass der Minister sie tätigen würde, wenn die Kanzlerin das zulassen würde. Es sind meine, also sagen, ergibt sich aus meinen Gesprächen mit Mitarbeitern des Ministeriums, durchaus übrigens hochrangige Mitarbeiter des Ministeriums. Das ist die große Schwierigkeit und die gilt für alle Rüstungskontrollbemühungen. Wenn der politische Wille nicht da ist, kann man ganz viel über Technik und Definitionen und so weiter reden, über Wege, aber dann wird es schwierig. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist öffentlichen Druck zu erzeugen und deswegen mein Vorschlag, das Thema ist kampagnenfähig und das hat an anderer Stelle auch schon funktioniert. Kriegswaffenkontrollgesetz zieht nur, wenn die Technologie exportiert werden soll. Es gibt natürlich deutsche Hersteller, die mit daran beteiligt sind, aber es gibt noch kein deutsches Produkt. Wenn es keine rein deutsche Firma, sondern eine europäische Firma ist und so weiter, wird es schon schwieriger. Dann gibt es nur noch einen gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union und ein System, wo man sich abspricht. Das ist aber nicht rechtlich verbindlich. Da würde ich sagen, hat die Europäische Union noch eine Leerstelle. Also wenn es verbindliche Richtlinien gäbe für den Export von Rüstungsgütern innerhalb der Europäischen Union, was rechtlich überprüfbar wäre, zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof, wäre man ein Schritt weiter. Was machen die deutschen Firmen? Also Rheinmetall ist an diesem Leasing der israelischen Drohnen von IAI, heißt die israelische Firma, für den Afghanistan-Einsatz beteiligt. Das ist der deutsche Partner. Cassidian, das ist die Verteidigungs- und Sicherheitssparte von EADS, jetzt nur noch Airbus genannt, arbeitet an Entwicklungsprojekten, hat aber nichts Marktreifes und ist zudem keine rein deutsche Firma. Und dann gibt es natürlich noch diverse andere Hersteller, die kleinere Systeme marktreif haben, also zum Beispiel EMT Penzberg, irgendwo aus Niederbayern, die, das nennt man taktische Drohnen herstellen, also Drohnen, die auf Sicht geflogen werden, die übrigens auch in Afghanistan zum Einsatz kommen. Nicht bewaffnet, reine Aufklärungsdrohnen. Wenn solche Geräte exportiert werden sollen, dann entscheidet natürlich das Bundesausfuhramt zuerst und wenn es da Zweifel gibt, wird es dem Bundessicherheitsrat vorgelegt und so weiter. Das Prozedere kennen Sie aus der Presse. Ja, vielen Dank für diese zusätzlichen Informationen, auch wenn ich das richtig verstanden habe, für Ihre Bereitschaft in ähnlichen Veranstaltungen wieder dabei zu sein. Das tut uns allen gut. Dankeschön. Wurde ja keine Frage gestellt, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, ich hatte gestern in Berlin auch eine Drohnenveranstaltung und in der Tat, ich habe das vor einiger Zeit gelesen, ich gehe nicht im Mediamarkt, aber im Mediamarkt kann man jetzt Bausteine zum eigenen Drohnenbau kaufen. Ja, so, da haben wir mehrere gestern bestätigt und gibt noch einen anderen Laden, Konrad oder wie der heißt. In Berlin auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob der in Kassel sitzt. Das heißt, die Schwelle, ja, es ist quasi ein Spielzeug, beziehungsweise man kann es wohl zusammenbauen, dass es fliegt und ich weiß nicht, was man dann sonst damit machen kann. Kostet ungefähr 100 Euro, also durchaus erschwinglich. Ja. Das heißt für mich auch, diese Technologie wird absolut salonfähig oder ist salonfähig damit. Ja. Und das finde ich schon ziemlich schwerwiegend. Ich habe noch eine andere Information zum rechtlichen Teil. Es sind ja mindestens zwei deutsche Staatsbürger bei Drohnenangriffen umgekommen, getötet worden. Einer im Nordwesten Pakistans und da hatte in der Tat die Bundesanwaltschaft anderthalb Jahre also in der Tat überlegt und geforscht und
ob man wegen Tötung jemanden belangen kann. Und jetzt ist am 1. Juli dieses Verfahren wegen der Drohnenattacke eingestellt worden. Ja? Man konnte also nicht, man hat gesagt, der getötete Mann sei kein Zivilist gewesen, sondern ein bewaffneter Kämpfer. Ob das nun mal so alles stimmt, von hier aus dieses Verfahren genau zu beobachten und anständig durchzuführen nach rechtsstaatlichen Maßstäben, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber es sind noch auf jeden Fall mindestens 2 Klagen in den USA anhängig, wo eben doch auch Angehörige von Getöteten geklagt haben. Und ich bin mal gespannt, ich würde mal auch vermuten, diese ganzen Verfahren werden irgendwann eingestellt, weil Obama müsste man als Mörder eigentlich anklagen. Er unterschreibt persönlich die Listen mit den Namen, die zum Abschluss freigegeben sind. Und wir, Bundesnachrichtendienst zumindest, liefern auch Namen von möglichen Terrorverdächtigen in Pakistan, neben Somalia oder woanders. Also du hast es vorhin schon angedeutet, da ist auch die Komplizenschaft sehr, sehr eng. Und ich sage immer, während den Anfängen, also ich meine, das ganze Ding gehört wirklich verboten, bewaffnet und bemannt oder unbemannt, bewaffnet oder nicht bewaffnet. Ich glaube, es ist rausgekommen, ähnlich wie bei Dual Use, die Spanne oder die Differenz zu Bewaffneten oder Unbewaffneten ist klitzeklein und hinterher macht man es eben ohne Waffen. Das kann man schon dann auch damit töten oder so. Also von daher ist es kampagnenfähig, ich denke, und da sollten wir uns auch konzentrieren, wirklich zu sagen, es ist absolut illegal, verboten, völkerrechtlich verboten, sollte es verboten werden. Und politisch eben, es ist nicht kontrollierbar und damit wird wirklich auch nach meinem Dafürhalten Völkerrecht und Rechtsstaat ausgesetzt. Und das können wir nicht hinnehmen. Das führt natürlich zur Antwort auf Ihre Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung? Weil das System der scheinbaren Verantwortungslosigkeit auch ein politisches System ist. Natürlich hat auch jeder Soldat, jeder Offizier, jeder General der Bundeswehr die Verpflichtung, sich an Recht und Gesetz zu halten und er kann sich auch darauf berufen. Oberst Klein hätte diesen Befehl mit guten Gründen verweigern können, wie andere, der Major Pfaff und andere, es verweigert haben. Aber ich will nicht bei Oberst Klein, also ich halte Oberst Klein für schuldig. So, ich will aber nicht bei Oberst Klein stehen bleiben. Auch der Bundestag, obwohl wir beide immer mit Nein gestimmt haben, der die Soldaten in diesen Einsatz schickt, trägt natürlich eine Verantwortung, selbst wenn man Nein gesagt hat. Und das wäscht auch kein Regen ab. So, und eine Regierung, ein Verteidigungsminister, trägt eine Verantwortung. Also der Franz Josef Jung hat mich immer eingeladen zu den Trauerfeierlichkeiten, wenn ein toller Soldat am Tag zurückgekehrt ist. Ich habe ihm dann geschrieben, ich möchte da nicht hingehen. Nicht, weil ich den Soldaten bekämpfe. Ich finde, die sind auch in ihrer Art, Opfer ist nicht der richtige Begriff, aber sie haben Anteil an, sind zum Opfer geworden. Und ich habe den Jung geschrieben und gesagt, ich möchte nicht in ihre Hand stecken, weil es war ihr Befehl, dass dieser Soldat in diesem Einsatz geschickt worden ist. Und mit der Frage, ist schon eine hohe Frage auch der Moral, wo man sich auseinandersetzen muss. Ich habe sehr, sehr viele Protokolle der Vernehmung von Nazitätern gelesen aus den Konzentrationslagern. Alle haben gesagt, ich war doch nur ein ganz kleines Licht. Also, das ganze Deutschland waren alles ganz kleine Lichter. Und ich glaube, dass man da gegenhalten muss, auch die eigene Zivilcourage, die eigene Verantwortung, aber auch erkennen muss, wie sowas abläuft. So, und da habe ich ehrlich gesagt, also ich überlege die ganze Zeit, wie ich das formuliere, weil ihr werdet mir das nicht kommen nehmen. Ich bin skeptisch, ob die ganze Argumentation auf die
Selbstständigkeit von Technik uns nicht wegführt von der Verantwortung über eine politische Strategie. Sie haben gesprochen über Staatsaufbau Afghanistan. Wenn man sich entscheidet, jawohl, wir müssen den Staatsaufbau in Afghanistan betreiben, dann muss man natürlich auch überlegen, welche Waffensysteme oder andere Systeme sind am besten geeignet dafür. Ich frage mich, warum muss Deutschland, muss die NATO einen Staatsaufbau in Afghanistan betreiben, der in dieser Art und Weise von der Bevölkerung nicht gewollt worden, nicht gewollt ist? Hat das nicht was mit der Selbstbestimmung der Bevölkerung von Afghanistan zu tun? Nein, das ist ein Ausgangspunkt. Wenn ich dagegen bin, das stellt sich für mich die Frage gar nicht. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen, dass Soldaten mit Drohne ersetzt werden. Ich bin aber auch dagegen, dass ich Soldaten bleibe. Ich möchte, dass die Afghanen die Chance kriegen. Und die ganze Technikgläubigkeit ist auch eine Abwälzung der Verantwortung für politische Strategien, die zu bestimmter Technik führen. Auf irgendwas, was man nicht so genau beurteilen kann. In dem Moment, wo man eine solche NATO-Strategie beschließt, muss man wissen, das können die Folgen daraus sein oder werden Folgen daraus sein. Es schließt sich ja dann in Waffentechnik um. In dem Moment, wo deutsche Weltpolitik, wo Deutschland Weltpolitik betreiben will, man sagt, dazu muss man auch militärisch Verantwortung übernehmen können weltweit, führt das dazu, mithalten zu wollen in der Rüstung der anderen. Und ich bin für Ausstatten. Ich bin dafür, dass dieses Land mit seiner Geschichte sich endlich vornimmt, wir wollen als Staat der erste Kriegsverweigerer sein. Deswegen steigen aus der Gesamtheit dieser Systeme und dieser Logik aus. Das ist dann ein Bruch mit der etablierten Politik. Das liegt mir sehr nahe. So, wenn ich noch ganz kurz zwei Sachen sagen darf, weil sie von der Provokation her eigentlich wunderschön sind. Ich muss zugeben, der jetzige Außenminister ist von den vielen, die ich kennengelernt habe, derjenige, der meisten Skrupel zu kritiklosen Einsatz von Soldatenarmee hat. Wenn wir einen grünen Außenminister hätten, wir hätten ja schon längst Soldaten, wieder deutsche Soldaten im Nahen Osten. Die Grünen sind, das ist einfach meine Erfahrung in diesem Jahr im Bundestag, die Grünen sind in solchen Konflikten zu den größten Kriegsschreiern geworden. Und das finde ich eine gewisse Tragik. Ich habe Westerwelle zweimal in Schutz genommen, so einen sehr unangenehmen im Bundestag. Und haben mir auch gesagt, wenn Sie das normal machen, ist meine Karriere völlig erledigt. Dieser Außenminister ist nicht einer, der ganz blind da durch die Gegend rennt. Das zeigt doch eigentlich das Verrückte in der deutschen Politik, dass ein Kommunist schon einen neoliberalen Außenminister loben muss für eine Haltung, wo andere überhaupt nicht mehr agieren. Ne? Also merkt man, wie dieses Land sich möglicherweise geändert hat. So, zu den Verträgen, die Sie angesprochen haben, also das Bundesgesetzblatt, das ist praktisch die Umwandlung von Besatzungsrecht in Stationierungsrecht. Also das ist damit geregelt. Man hat nicht alles, was Besatzungsrecht war, übernommen. Dann gibt es auch hier Grauzonen, so eine Mischform, Dualius. Also das Notstandsrecht ist zum Teil Besatzungsrecht und zum Teil eigenes deutsches Recht. Aber es hat einen ganz klaren, deutlichen Hintergrund. Auch für die genannten Objekte, also Stationierungsorte, gilt erstmal das deutsche Grundgesetz. Auch hier stationierte ausländische Militärverbände dürfen nicht wider der deutschen Gesetzgebung sich handeln. Deswegen ist es strafbar, wenn von Rammstein aus Drohnensteuerung zumindest technisch mit betrieben worden ist, zu gezielten Tötungen in Somalia und im Jemen oder von Stuttgart aus. Es gilt das deutsche Recht. Gleichzeitig ist das deutsche Recht eingeschränkt, weil die US-Soldaten, die hier stationiert sind, unter Sondergesetzgebung sind, Sonderrechte sind. Die USA lässt sich ja in den Verträgen immer die Straffreiheit ihrer Soldaten extra bescheinigen. Aber das ist eigentlich der Grundsatz, Umwandlung von Besatzungsrecht in Stationierungsrecht. Was in Wiesbaden gebaut wird, ist offensichtlich eine neue, also die
die neue Kommandozentrale der USA für Europa und damit auch eine mögliche Bündelung ihrer Abhörtätigkeit und Ausspionagetätigkeit. Die Bundesregierung, ich habe immer gefragt, immer Anfragen an die Bundesregierung stellen, ist immer die Antwort, wir wissen von nichts. Es ist uns nicht bekannt und es ist ja auch schon typisch, dass eine deutsche Regierung sagen muss, wir wissen nicht, was die dort machen, das kann man jetzt glauben oder nicht glauben. Die Bundeswehr hat Verbindungsoffiziere in Ramstein und in Stuttgart in Afrika. Sollten diese Verbindungsoffiziere keine Kenntnis gehabt haben von Drohnenbefehlen, die unter ihren Augen dort möglicherweise ablaufen, dann ist Ihre Aufgabe als Verbindungsoffizier nicht besonders gut beschrieben. Wenn Sie Kenntnisse gehabt haben, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Sie haben nicht berichtet, dann hätten Sie strafbar gemacht. Oder Sie haben berichtet und die Bundesregierung hat es nicht zur Kenntnis genommen. Natürlich weiß jeder, dass Frank-Walter Steinmeier als Koordinator der Geheimdienste auch die Tätigkeit, die Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit den amerikanischen Geheimdiensten mit koordiniert hat. Ist doch völlig klar. Ich habe den BND-Präsidenten gefragt, der hat gesagt, ja, haben Sie den Kinderglaube, dass wir nicht mit den Amerikanern zusammenarbeiten? Den habe ich weiß Gott nicht. Und das Argument, dass damals die Technik noch nicht so weit war, dass man alle abhören konnte und gefiltert hat, heißt doch nur, man hat sehr gezielt Bevölkerungsgruppen hier heraussortiert. Und das war mein letztes Argument, wenn man nicht mit dem Gesamtsystem bricht und sagt, wir wollen eine ganz andere Entwicklungsrichtung gehen, dann wird man immer in Sachzwänge kommen und sagt, ja, ein bisschen Abhören ist ganz okay, ein bisschen Drohnen ist zulässig, etwas Rüstung muss ja sein. Das kleinere Übel ist der Tod immer eines anständigen Widerstandes und ich möchte endlich, dass man nicht mehr über kleine Übel, sondern über Widerstand nachdenkt. Es ist vorhin erwähnt worden, das Europäische Forschungszentrum, ich glaube, so heißt das, in dem sehr viele Länder vertreten sind, die mit sehr vielen Instituten interdisziplinär forschen. Sie haben das, glaube ich, vorhin erwähnt. Und wo die Gelder auch, die zur Verfügung gestellt werden, so um 30% gestiegen sind. Es kam dazu dann die Anmerkung, dass das also nicht unbedingt demokratisch kontrollierbar ist oder kontrolliert wird im Augenblick. Mich würde interessieren, auf welcher Ebene arbeiten die zusammen? Also wer ist sozusagen, welche Institution ist dafür zuständig, dass man sagt, die und die und die Bereiche aus den und den Ländern, die können jetzt hier zusammen forschen auf diesem Gebiet, wurde ja vorhin von Ihnen angesprochen. Und wer entscheidet über die Mittelvergabe? Denn das ist ja schon eine sehr extreme Situation und sehr erschreckende Situation, wenn man sich das vorstellt, was vorhin ja alles auch erwähnt wurde, wie interdisziplinär gearbeitet wird. Und daraus folgt noch eine zweite Frage. Gibt es denn auf europäischer Ebene irgendwelche Europapolitiker, Politikerinnen, die auf diesem Gebiet sich engagieren und versuchen, a, mehr Transparenz reinzubringen, und B, eben auch das ganze Projekt als solches doch mal stärker zu thematisieren, um günstigstenfalls auch was dagegen zu machen. Das ist mir vorhin bei den Ausführungen nicht klar geworden. Das wäre meine Frage. Und eine kleine Anmerkung noch zum Stichwort zunehmende Versachlichung. Ne? Wir haben immer nur noch ohne Menschen irgendwelche Situationen. Und da würde ich doch mal anregen, auf die Sprache in Zeitungen zu achten. Also steht dann zum Beispiel, auch heute wieder konnte man das lesen, Drohne tötete so und so. Das ist für mich auch eine signifikante Umkehrung. Also es würde nicht stehen, das Auto, sagen wir mal, ein Autofahrer hat einen Unfall gemacht, das Auto tötete, sondern da steht, der Autofahrer bla bla bla, ja, oder es steht auch nicht irgendwo, der Panzer schoss irgendwie, sondern die und die schossen, vielleicht mit dem Panzer, das und das.
Das heißt, man hat auch hier schon sprachlich den Menschen rausgenommen. Es ist die Drohne. Und ich finde das sehr gefährlich, wenn man nicht auch darauf achten. Danke. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Danach denke ich, sollten wir uns eine kleine Pause gönnen. Oh, jetzt kommen ganz viele. Gut. Dann machen wir das noch. Alexander. Wolfgang Gerd hatte gerade auf Oberst Klein hingewiesen, dass er auf dem Monitor nur Punkte gesehen habe und dennoch die Entscheidung gefällt hätte. Ich war im Untersuchungsausschuss dabei seiner Zeit. In der Tat, er war in der Kommandozentrale Oberst Klein und er hatte keinen Befehl gehabt. Es gab keinen Befehlzug, sondern er hat freiwillig entschieden. Er von sich aus hat den Befehl gegeben. Und damit komme ich auf den Punkt, was der Messier sagt, glauben Sie wirklich, hier in Deutschland wollen so agieren wie die US-Amerikaner, wollen einfach die Drohnen nutzen, um damit Tag den Krieg zu betreiben? Ja, denn genau das war der Fall. Oberst Klein saß nicht im Flugzeug, sondern er war in der Bodenstation und hat die US-Soldaten oder Piloten angewiesen, die Bomben zu werfen. Das ist vergleichbar zum Einsatz der Drohne. Er war sozusagen der Mensch, der per Sprache, als Befehl in dieser Form, den Abschuss freigegeben hat. Nichts anderes als ein Joystick eines Soldaten, der vom Boden aus eine Drohne bedient. Das ist also ein paralleler, ein analoger Fall. Insofern, glaube ich, ist der Versuch von dem Messier zu sagen, wir sind ja sozialisiert in Deutschland, wir wurden das nicht machen, völlig an Haaren herbeigezogen. Wo es Fähigkeiten gibt, werden diese Fähigkeiten dann irgendwann eingesetzt. Das eine. Das zweite, der Begriff der Entkriegung möchte ich nochmal aus einem anderen Blickwinkel hervor kurz ansprechen. Der Begriff Krieg spielt ja eigentlich keine Rolle mehr in der Diskussion. Es gibt Air Campaigns und sonstiges, humanitäre Interventionen, also Krieg gibt es eigentlich gar nicht mehr. So zumindest in der Wortwahl der Politik. Damit haben wir natürlich auch ein Problem, sowohl die Partei als auch die Friedensbewegung. Jetzt haben wir, Sie kennen alle, vor allem die älteren Semester unter uns, kennen auch den Begriff aus der Friedensbewegung. Stellen Sie sich vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Das hat eine positive Bedeutung gehabt. Das kann man auch bei Drohnen sagen, denn es gehen keine Soldaten hin in den Krieg, sondern Krieg wird von zu Hause per Drohnen geführt. Das heißt, wir haben sozusagen das Problem, den Krieg als eine Realität in der Gesellschaft bewusst zu machen. Und das ist eine große Herausforderung auch der Friedensbewegung. Wir sind nicht mehr betroffen vom Krieg, sondern es ist ein distanziertes Geschehen. Weil wir nicht betroffen sind, interessiert es uns nicht. Also, es ist Krieg und niemand geht mehr hin, weil wir haben Drohnen. Eine super billige, also billig, finanziell billige und was die Zustimmung der Bevölkerung betrifft, der Öffentlichkeit, ebenfalls eine sehr billige Variante. Und das müssen wir als Herausforderung betrachten, um das gewissermaßen wieder in die Bevölkerung hineinzubekommen, diese Problematik. Ja, ich wollte jetzt einfach nur noch mal zur Präzisierung eine Frage hinterher schicken an den Marcel Dicko. Ich glaube, ich habe mich vorhin nicht so ganz präzise ausgedrückt, was ich mit meiner Nachfrage nach der Autonomisierung meinte. Der Standpunkt der SPD und der Standpunkt natürlich vieler, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne linksliberaler Menschen oder sozusagen der Prozess der Meinungsbildung, hebt einen eigentlich klar darauf ab, zu sagen, dass der Zeitpunkt, ich glaube, wir haben uns darüber vorhin auch schon ganz kurz das andiskutiert, dass der Zeitpunkt eines Verbots bewaffneter Drohnen im Moment schon sozusagen überschritten ist. Das ist auch der Tenor vieler Diskussionen, die im politischen Berlin sozusagen im Umfeld des Bundestages laufen, gerade jetzt wieder bei der Gesellschaft für Menschenrechte, sozusagen mit dem Gestus des Bedauerns wird betont, dieser Zeitpunkt sei schon überschritten und jetzt gehe es sozusagen um Schritte, konzertierte Schritte, um eine Konvention, um ein Übereinkommen zu schaffen, autonomisierte Drohnen zu verbieten bzw. diese Entwicklung zu verhindern. Klare Frage, Nachfrage jetzt an Sie nochmal. Sie haben vorhin selbst im Vortrag sozusagen den tendenziellen Rückweg dieser Entwicklung auf die symmetrische Kriegsführung geschildert. Dass es also mehr und mehr sozusagen zu einem Wettrüsten, zu einem Szenario des Wettrüstens verschiedener Staaten gegeneinander kommen kann. Wenn wir uns jetzt also die Versicherungen von der, nicht nur von der SPD, sondern auch von verschiedenen anderen Bodies vor Augen führen, die da lauten, mit uns wird es also eine Autonomisierung der
deutscher Drohnen, deutscher Kampfdrohnen nicht geben. Würden Sie sagen, dass es eine realistische Aussicht darauf gibt, im vollen Angesicht dessen, dass natürlich die militärischen potenziellen Gegner oder Rivalen dieser Selbstbeschränkung nicht unterwerfen? Das ist genau die Frage. Werden wir da nicht schon wieder mit einem Taschenspielertrick versucht, für dumm zu verkaufen? Weil es nämlich eigentlich nur das Verbot der Bewaffnung von Drohnen an sich ist, das sicherstellt, dass Drohnen sich nicht gegenseitig als Gegner begreifen und bekämpfen können. Okay, ich glaube, wir müssen, der Abend schreitet fort, versuchen, auf die Fragen ein bisschen zu konzentrieren, sie knapp zu stellen. Bitte. Vielen Dank, Herr Gerke. Sie haben mich ja in meiner Meinung bestätigt, dass das Grundgesetz gilt. Nur in diesem Leserbrief steht nämlich noch was. Der Herr zitiert den Artikel 2 Absatz 1 dieses Überleitungsvertrages und da steht, soll stehen im vollen Wortlaut alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder aufgrund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Und er betrachtet das als eine Generalklausel für die drei Westalliierten, also Großbritannien, Frankreich und USA. Und als Schlusssatz kommt bei ihm noch vor, dass sozusagen wir deswegen nur 2+4 Verträge haben und keinen Friedensvertrag. Will ich jetzt nur als Antwort geben, weil ich glaube, das hat mit dieser rechtlichen Sache, auch mit den militärischen Projekten, auch mit der Drohne, den Einsatz und die Entwicklung massiv was zu tun und entscheidend. Und da wollte ich ganz gerne noch eine Antwort von Ihnen haben. Ich glaube, es ist angekommen. Fliegende Roboter, weil es gibt zum Beispiel auch in den USA ein Forschungszentrum, das nennt sich Boston Dynamics, die entwickeln für das US-Militär und die haben 4- und 2-beinige Roboter im Angebot, die können hüpfen und springen wie Rehe. Und der Big Dog, das ist super gruselig, der Big Dog ist ein 4-Beiner, der geht über Eis und den kann man treten und auf dem Eis macht er einen Ausbrecher und fällt nicht hin. Der Pac-Man, so hieß der ursprünglich, das heißt der Atlas, er soll nur halt eben Anzüge testen für das US-Militär und der könnte sich von dort runterlassen, ohne hinzufallen, der kann springen, der kann Liegestütze machen und so. Es fand ich die Fantasie, diese Systeme halt die Waffen auszustatten. Und was passiert denn dann? Weil die Geschichte hat gelehrt, dass die Verhältnisse sehr schnell sehr grotesk werden können halt. Und dann will ich sehen, wie ein Spiegelbild und Brigitte Sarrazin unter dem Weihnachtsbaum gebildete Bevölkerung dem noch irgendwas entgegensetzen will, weil wir sind das Volk-Demonstrationen, werden dem gegenüber überhaupt nichts nützen, wenn die Internetkommunikation und überhaupt Digitalkommunikation der letzten 20 Jahre dokumentiert ist und man sofort absehen kann, wer ein potenzieller Oppositioneller ist. Und da wird er sofort abgeführt und er ist weg. Und man kann ihn dann halt auch erpressen, weil es muss nicht wirklich straffällig sein. Das reicht schon ausblenden in den USA, jemand, der in einer Ehe ist, einfach halt homosexuell ist und er wird einfach erpresst und wird niemals offen in eine Opposition gehen können. So, ist halt düster. Ja, die Orwellschen Dimensionen sind, glaube ich, ziemlich klar. Ich denke, wir schließen jetzt hier nochmal die Fragen und Redebeiträge. Ich bin zwar später gekommen und wollte nochmal was zu Haab ansprechen, also alles, was die Vorvorrednerin, die hat sich vorhin gesetzt, hier waren das, den Drohnen gesagt hat, dieses HAARP gibt es ja auch schon länger, also dieses amerikanische Riesenantennenprogramm, wo man eben die Stratosphäre oder bestimmte Atmosphärenschichten beeinflussen kann, aber auch andere Dinge, was ja in Fernsehsendern zum Teil läuft, im Internet gibt es ganz viel dazu
Und in der Europäischen Kommission oder Europäischen Parlament ging 1999 eine Anfrage, ein längerer Bericht, den habe ich mal im Internet durchgelesen, inwiefern das amerikanische Haarprogramm Einfluss auf die Gesellschaft hat. Und da habe ich mich an einen linken Europaabgeordneten genannt. Ich kann meinen Namen immer so schlecht merken, deswegen habe ich damit wieder ein. Aber der Punkt ist, da kam keine Antwort. Und der war auch für Rüstung und so weiter zuständig. Wer weiß darüber was? Weil das ist neben den Drohnen ja auch schon ein längeres Konzept. Und wer kann darüber irgendwas sagen? Und ansonsten fand ich das, was die Christiane aus der FAZ vortrug, das geht übers Internet, das mit den Grundrechtseinschränkungen durch die Alliierten, die nach wie vor in Kraft sind, da gibt es eine Doktorarbeit zu mittlerweile. Die habe ich jetzt also zugesandt, wo es die gibt. Das wird auch erforscht, also inwiefern die alliierten Gesetze noch Gültigkeit haben, auch in Deutschland, dass das eben nicht souverän ist. Danke. So, dann nochmal eine Frage. Danke. Kurz ein paar Worte zur europäischen Forschungsförderung. Also das nennt sich Forschungsrahmenprogramm. Das wird alle 7 Jahre neu aufgelegt, zusammen mit dem finanziellen Framework, also dem finanziellen Rahmen der Europäischen Union. Der wird auch alle 7 Jahre neu beschlossen. Da steht drin, welche Forschungsschwerpunkte gelten, und das segnet das Europäische Parlament ab. Also es ist schon so, dass es da eine Kontrolle gibt, allerdings kann das Europäische Parlament bisher das nur als Gesamtpaket absegnen und nicht sozusagen in den einzelnen Teil eingreifen und sagen, wir wollen dies oder wir wollen jenes. Da sind sozusagen alle Forschungsschwerpunkte drin, auch zum Beispiel die Sicherheitsforschung. Und dann gibt es jedes Jahr mit Einzelthemen unter den Schwerpunkten einen neuen Call, nennt sich das, einen Aufruf, wo sich Forscher auf Geld bewerben können mit bestimmten Projekten. Wer das bekommt, entscheidet die Europäische Kommission, aber das macht sie nicht alleine, sondern sie beruft Gutachter, die alle Anträge lesen und dann eine Liste erstellen, die eine Reihenfolge hat. Das ist nicht demokratisch natürlich, also, aber das ist es in der Bundesrepublik auch nicht. Also wenn man einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellt, ist das auch kein demokratisches Gremium. Aber es ist relativ transparent und hat eine ziemliche Kontrolle durch die Forschungscommunity. Die ist natürlich auch nicht homogen und es kann durchaus sein, dass da kritischere Leute nicht drin vorkommen zu bestimmten Themen. Das kann ich nicht ausschließen, aber das ist das generelle Verfahren. Das nennt sich Rahmenforschungsprogramm oder Forschungsrahmenprogramm. Framework Program, das abgelaufen ist, das 7er, das jetzt startende ist das 8er ab 2014. Ein Wort muss ich sagen zu Oberst Klein. Also es ist völlig richtig, Oberst Klein hat diese Entscheidung sozusagen allein getroffen. Er war der höchstrangige Offizier vor Ort und er hatte auch tatsächlich auch das Recht, sowohl nach deutschem Recht als auch nach den Einsatzregeln diese Entscheidung zu treffen. Er hat übrigens die Verantwortung dafür übernommen. Also es ist nicht so, dass wir in einem verantwortungslosen Raum sind. Er hat die Verantwortung dafür übernommen und er wäre es gewesen, wenn es zu einem Gerichtsverfahren gekommen wäre, nicht nur zu Vorermittlungen, der sich hätte verantworten müssen. Und zwar nicht nur nach deutschem Recht, das hätte er auch gemacht sozusagen. Also das ist alles relativ geklärt. Für mich ist es auch schwierig zu verstehen, warum es zu einem solchen Verfahren nicht gekommen ist, denn er hat eindeutig nicht in Übereinstimmung mit den Einsatzregeln der NATO, also mit den ISAF-Einsatzregeln für diesen Einsatz gehandelt. Aber das ist eine andere Geschichte. Spannend ist sich zu überlegen, ob das so passiert wäre, wenn es eine Drohne gegeben hätte, die das Ganze beobachtet hätte und nicht einfach nur die beiden F-16, die da drüber geflogen sind. Das muss man sich so vorstellen, die fliegen da... Auch auf den komme ich gleich noch. Also diese beiden Piloten fliegen da drüber und die sehen ungefähr 3 Sekunden etwas auf ihren Wärmebildgeräten. Weil dann sind sie nicht drüber und weg. Und das Ganze, die sollten nicht entdeckt werden, deswegen sind sie sehr hoch geflogen. Das heißt, das, was sie gesehen haben, war ohnehin, wie gesagt, Punkte. Und das andere ist der Informant, von dem wir vermutlich annehmen müssen, dass er gar nicht vor Ort war.
Das übrigens widerspricht auch den Einsatzregeln. Es hätte er nämlich sein müssen, damit seine Information in Betracht gezogen worden wäre. Aber also der spannende Punkt daran, finde ich, ist, sich zu überlegen, ob das mit einer Drohne auch passiert wäre. Und mein Gefühl dabei ist, dass wir es hier tatsächlich mit dem Versagen eines Menschen zu tun haben. Das ist aber nichts, was man jetzt sozusagen dem Militär grundsätzlich vorwerfen kann oder der Technologie vorwerfen kann, sondern das passiert im Straßenverkehr täglich. Ja, wir haben in Deutschland 3.500 Verkehrstote jedes Jahr. Und viele davon durch menschliches Versagen. Also wer sich da sozusagen rausbringt oder wer argumentiert, naja, man darf dem Militär da nicht trauen grundsätzlich, der macht es sich ein bisschen zu einfach. Unfälle passieren immer, wenn Technologie ins Spiel ist, selbst wenn keine Technologie im Spiel ist. Also man muss schon ein bisschen weiter argumentieren. Ich will es nicht entkräften, ich sage nur, das Argument... Es war kein Unfall. Genau, es war kein Unfall, aber Unfälle passieren. Ne? So. Und dann, was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, nochmal das Thema präventive Rüstungskontrolle. Es ist in der Tat so, dass sozusagen das Konzept präventive Rüstungskontrolle, also Technologie und Waffen zu verbieten, bevor sie beschafft und eingesetzt werden, bei bewaffneten Drohnen zwangsläufig versagt, weil sie sind beschafft und sie werden eingesetzt. Wenigstens im internationalen Kontext. Im deutschen Kontext ist es noch nicht so. Also zur deutschen Technologie ist in der Welt, man kann sie da jetzt auch nicht mehr rauskriegen. Und es ist schwierig, da sie da ist und da sie für bestimmte Staaten in deren Logik, nicht unbedingt unsere, aber in deren Logik einen Sinn ergeben, diese Technologie jetzt sozusagen zu verbieten. Das wird nicht funktionieren. Also die Amerikaner werden sich im Moment nicht darauf einlassen. Ja, deswegen geht die präventive Rüstungskontrolle für die Dinge, die wir noch nicht haben, und deswegen sprach ich sie an im Kontext der autonomen Systeme. Weil wir da tatsächlich an einem Punkt sind, wo solche Systeme nicht eingeführt sind und wo man sie eben verbieten kann, ohne dass sie jemand wieder abschaffen muss. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt dafür argumentieren würde, dass man die bewaffneten Drohnen, so wie sie da sind, einfach akzeptiert. Wir haben in diesem Papier Ende letzten Jahres eben gerade geschrieben, dass man das für Deutschland nicht machen soll. Man soll keine bewaffneten Drohnen anschaffen, weil sie in diesen Weg führen, den ich dann beschrieben habe. Trotzdem bleibt die Frage, wie überzeugen wir andere Länder, insbesondere Israel, natürlich auch Russland, China, by the way, die Amerikaner davon, dass das mit den bewaffneten Drohnen keine so gute Idee ist. Und nochmal meine Antwort darauf, ich glaube, es gibt ein paar Strohhalme, an die man sich klammern kann, dass diese Länder aufgrund der nicht intendierten Nebenwirkungen irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass das nicht so gut ist. Es gibt Beispiele, wo es das schon gegeben hat. Also zum Beispiel bei Weltraumwaffen ist das so, dass die Amerikaner inzwischen eingesehen haben, dass der Einsatz von Weltraumwaffen ihnen selbst so viel schadet, ihren eigenen Satelliten, dass sie halboffiziell davon Abstand genommen haben. Dass sie bereit sind, einen Verhaltenskodex, den die Europäer entworfen haben, mit zu unterzeichnen. So etwas kann man sich auch vorstellen bei bewaffneten Drohnen. Die Frage ist, was sind die Dinge, die die Amerikaner dann davon überzeugen? Also ist es sozusagen dass der Gegner auf eine Art und Weise sich dann betroffen und getroffen sieht, mit der man nicht umgehen kann, also dass es eine stärkere Tendenz in die Asymmetrie gibt und so weiter. Das sind Dinge, die ich mir vorstellen könnte, aber von denen ich nicht sehe, dass sie im Moment von den Amerikanern, von Israelis und auch von den Chinesen und von den Russen, ja, die sind da im selben Boot, in irgendeiner Weise akzeptiert werden. Aber es das heißt nicht, dass es nicht kommt. Die Chance besteht, die einzige Chance, die ich wirklich sehe, ist der öffentliche Druck. Dazu muss man aber sagen, die amerikanische Bevölkerung steht mehrheitlich, mit großer Mehrheit, hinter dem Antiterrorkampf der amerikanischen Regierung und auch hinter der Art, wie dieser Kampf geführt wird. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass er unsichtbar ist, dass er eben nicht vom Militär geführt wird, sondern von der CIA, dass über Drohnenanschläge nicht berichtet wird, dass
die Frage, wie groß die zivilen Opfer sind, eben letztlich nicht klar ist. Ich traue weder den amerikanischen Angaben, noch traue ich pakistanischen Angaben. Sie sind beide instrumentalisiert. Von Journalisten gibt es nicht vor Ort. Unabhängige Organisationen gibt es schon mal gar nicht vor Ort. Es ist einfach schwer zu sagen. Ich belasse es mal dabei. Ich würde noch kurz ergänzen wollen zu dem europäischen Rahmenforschungsprogramm. Ich bin da mit der Transparenz und auch mit der wissenschaftlichen Kontrolle nicht ganz so überzeugt. Jedenfalls eine wichtige Rolle bei der Formulierung der Ziele, der Programmlinien dieses Rahmenforschungsprogramm Sicherheit spielt noch das Joint Research Center, das untersteht sozusagen der Kommission, aber es ist auch eine Agentur, wo sozusagen eine direkte quasi ministerielle Verantwortung oder was Vergleichbares auf europäischer Ebene so auch nicht besteht. Bei der Formulierung, dieses Joint Research Center hat im Vorfeld zu diesem siebten Programm jetzt ein Projekt durchgeführt, das hieß Mapping the European Defense Industry. Das einfach darin bestärkt, welche Länder haben welche Spezialitäten in der Rüstung, welche Kapazitäten. Und die entsprechenden Firmen saßen dann in informellen wie informellen Gremien bei der Formulierung mit im Boot. Unter anderem wurde das ESRIF gegründet, das einberufen des European Security Research and Innovation Forum, auch finanziert von der Kommission mit der expliziten Idee, sozusagen Hersteller, Anwender und potenzielle Ziele sozusagen zusammenzubringen, also Betreiber kritischer Infrastrukturen. Das ist ganz interessant, weil damit hat man im Grunde die große Industrie im Boot. Wenn man sich das genau anguckt, sind da die Betreiber der kritischen Infrastruktur oft noch mit denen identisch, die das herstellen. Also da landen wir dann bei Firmen wie T-Systems, mit den großen Energieanbietern etc. Also von dem Modell ist es ein bisschen geprägt und ich weiß nicht, wie der Gutachterkreis jetzt aussieht. Als ich mich damals 2006 damit beschäftigt habe, war der Gutachterkreis zusammengesetzt nicht aus Wissenschaftlern, sondern aus Institutionen. Das heißt, da saßen Vertreter von Frontex drin, von der Defense Agency, von Europol, da saßen Vertreter nationaler Verteidigungsministerien drin, da saßen zahlreiche Vertreter aus den Rüstungs- und Hightech-Industrien mit drinnen, die massenweise bei diesen Projekten berücksichtigt sind. Von der Programmlinie Sicherheit. Da gibt es auch einen extra Text dazu, Arming Big Brother von Ben Hayes, der auch sozusagen die Formierung einer europäischen Rüstungslobby, die auf die Europäische Kommission abzielt und quasi auf die Gestaltung von dieser Sicherheitsforschung Einfluss genommen hat. Arming Big Brother. Ganz wichtiger Aspekt noch, die Regeln, die grundsätzlichen Regeln, die für diese für das Rahmenforschungsprogramm definiert wurden, bestehen unter anderem drin aus mehreren europäischen Ländern plus einige außereuropäische, die definiert sind, unter anderem Türkei, also außer EU, und Israel, Norwegen, Schweiz, USA ist glaube ich auch noch drin, nicht? Und vor allem ganz interessant, es müssen sozusagen privatwirtschaftliche Firmen und Universitäten jeweils beteiligt sein und in manchen Programmlinien dann sozusagen auch noch staatliche, quasi staatliche Forschungsinstitute. Und das ist wirklich ein ganz mächtiges Mittel, um sozusagen Fragestellungen aus der Industrie, aus der Sicherheits- und Verteidigungspolitik an die Universitäten zu bringen und da solche Cluster zu bilden. Und das ist genau das, wozu
und da treffen sich, da trifft sich sozusagen die Forschungsförderung mit der Drohne, die ja sozusagen auch hochgradig modular zusammengesetzt ist. Weil bei vielen dieser Projekte ist dann sozusagen gleich noch die sozialwissenschaftliche Begleitforschung dabei, die sozusagen Diskurse zugleich untersuchen soll, die sich in diesem Prozess entwickeln. Und das ist das hochgradig Spannende und warum das auch gut passt und warum man sich das auch ganz genau anschauen muss. Und da ich jetzt auch noch mal wesentlich skeptischer bin, auch was die Transparenz in so einem Parlamentsbeschluss, ich weiß nicht, wie dick das ausgedruckt wäre, diese Programmlinie, aber es ist ja im Grunde nicht überschaubar. Ich wollte noch zu einer Sache ganz kurz auch einen Abschluss sagen, zu dieser Sache, Krieg betrifft uns nicht mehr irgendwie. Das war wahrscheinlich nicht so gemeint, aber ich habe ein ganz anderes Gefühl. Ich habe gerade quasi täglich, höre ich von so, sogenannten Meinungsführern und irgendwelchen Intellektuellen und Prominenten, wie die Meinung vertreten wird, irgendwo am anderen Ende der Welt gibt es bärtige Männer, die uns einfach nur schaden wollen, weil sie böse sind und deswegen müssen wir sie präventiv töten. Und dann gibt es Diskussionen unter sogenannten Geheimdienstexperten, wo sich dann sozusagen die Linksliberalen dadurch hervortun, dass sie sagen, ja eigentlich so flächendeckend mal filtern, gucken, was da kommt, ist schon richtig, nur es muss dann irgendwie gelöscht werden. Wo ich mich dann auch frage, was sind das für Geheimdienstexperten, die einfach mal so von Löschung reden? Also was ist eine Löschung? Das ist ein großes Problem, wenn man was mal gesammelt hat. Aber grundsätzlich diese Idee, alles zu überwachen, ich habe mit Sicherheitspolitik zu tun, ich schreibe jeden Tag eine E-Mail, wo irgendwas von Terrorismus drinsteht und der Name einer US-Militärbasis. Ich kann mir gar nicht ausmalen, was das in 20 Jahren vielleicht bedeutet. Und dann noch was, ich habe gesagt, dass ich in einer Universitätsstadt lebe, die wirklich geprägt ist, also die ganze Stadt davon, wo eben solche Rüstungsforschung stattfindet. Und dann habe ich dieses Papier durchgelesen vom Planungsamt. Es ist ja nicht so, dass die Bundeswehr das nicht sehen würde. Da sind dann drei Szenarien drin und da geht es gerade um zivil entwickelte Roboter, eine Universität, die dann von Terroristen geraubt werden. Ne? Und man sieht das schon, wie die Sicherheitsmaßnahmen intensiviert werden. Die SWP ne, hat ein anderes Papier zu Drohnen rausgebracht, wo sie geschrieben haben, es wäre im Grunde richtig, auch Rückzugsorte, Beratungsräume und Vorbereitungen, also Räume anzugreifen, wo sich Terroristen vorbereiten. Was bedeutet das andersrum? Wenn man den Terroristen sozusagen das gleiche Recht zuerkennt, dass sie da für sich, dann haben wir hier in irgendwie unserer doch provinziellen Universitätsstadt im Grunde ganz legitime Anschlagsziele. Und die Sicherheitsmaßnahmen kommen damit. Und diese Diskurse, dass man Menschen präventiv irgendwie wegblasen müsste am anderen Ende der Welt, das ist doch eine Degeneration der Gesellschaft irgendwie. Das macht mir echt Sorgen. Und aber auf der anderen Seite haben sich jetzt fast alle Parteien so ein bisschen rausgeredet, außer FDP und CDU. Nein, wir wollen jetzt keine bewaffneten Drohnen. Und das vielleicht als letzten Satz, das ist dann auch ein bisschen lustig, wenn man zu so ticken Staaten und so tickt das Militär. Wenn die Bundesregierung sieht, wir können jetzt auf die nächsten zwei Legislaturperioden das bei unserer Bevölkerung nicht durchsetzen und das passiert noch in einem anderen europäischen Staat, dann ist es militärisch plötzlich fast schon eine Notwendigkeit, sich international für die Ächtung dieser Systeme einzusetzen. Weil wenn man es selber vor der Bevölkerung nicht durchkriegt, dann sollen es die anderen auch nicht haben. Das heißt, wir haben da schon auch eine Perspektive, da müssen wir uns europäisch noch ein bisschen vernetzen und zusammentun. Eine kleine Bemerkung zu Horst Klein, muss ich jetzt doch mal loswerden. Er hat gegen die Einsatzrichtlinien verstoßen, weil die vorsehen, dass von zwei unabhängigen Informanten die Information kommen muss. Er hatte nur einen Informanten, der auch zweimal informiert hat. Er ist heute Brigadegeneral. Ja, vielleicht ist das ja eigentlich jetzt also zusätzlicher Skandal, dass Oberst Klein nicht anschließend aus der Bundeswehr entlassen worden ist oder selber gegangen wäre, sondern befördert worden ist.
Und das schwingt in so vielen Debatten mit immer die Unterscheidung zwischen Terroristen oder vermeintlichen Terroristen oder angeblichen Terroristen. Wieso darf man jemanden, selbst wenn er sich dazu entschlossen hat, mit der Waffe andere zu bekämpfen, was ich nicht gut finde und was ich meinerseits bekämpfe, wieso darf man den einfach totschießen? Wer galt denn alles schon als Terroristenführer? Von Nelson Mandela bis Arafat. Und ich finde, etwas mehr innen zu kehren und sagen, das internationale Recht muss wieder auf die Tagesordnung, internationales Recht muss durchgesetzt werden. Das würde in einem Land wie Deutschland ziemlich gut sein. Im Übrigen, also ich kann gar nicht genügend Militär, also nicht jeder Schandtat, ich schiebe nicht jede Schandtat auf die Militärs, aber ich bin froh, dass wir eine Bevölkerung in unserem Land haben, die endlich skeptischer geworden ist, was Militär angeht und kritischer und distanzierter geworden ist. Das halte ich für einen riesen Fortschritt, dass mittlerweile Dinge hier nicht mehr so einfach durchsetzbar sind. Wir haben ein paar sehr dunkle Bilder auch gehabt. Ich bin immer darauf, also so ein Ding geht immer mit seinem Gegenteil schwanger. Wir können in einer Gesellschaft landen, die so gestrickt wird, wie die USA Geheimdienste uns das vormachen wollen. Man kann aber auch umgekehrt in einer sich befreienden Gesellschaft leben. Und ich finde, dafür lohnt sich das zu kämpfen. Und das hat dann was mit Menschlichkeit zu tun. Wenn ich das noch sagen darf, also die Auseinandersetzung, was gilt denn hier nun deutsches Recht oder das Recht der USA, was ich zitiert habe, war die Aussage der Bundesregierung, dass in Deutschland das Grundgesetz gilt für alle, die hier in diesem Lande sich bewegen, also auch für die USA. Das wird ein Teil der Gegenstand des versuchten Klage, die ich auf den Weg bringen will. Ich will schon in dieser Art und Weise eine Auseinandersetzung haben. Ist es für Deutschland völlig gleichgültig, wie die USA in ihren Zentralen, und das ist Rammstein und Afrikum, agieren oder nicht agieren? Da kann man doch mal versuchen, wie weit man in einer solchen Klage kommt. Weil ich es vorher versprochen habe, will ich es nur noch andeuten. Eine Kollegin hat eine wunderschöne Ausarbeitung zur Uranmunition mitgebracht. Sie wollte sie nicht selber vorstellen. Sie liegt da hinten auf dem Büchertisch und wenn sie Blick drauf werfen, ist es ein wichtiges Thema. Da wird man ein bisschen klüger, wenn man es liest. Ich habe nebenbei reingeschult. Herzlichen Dank für diese Arbeit. Also es tut mir leid, Wolfgang, ich kann deinen Optimismus oder deine Beobachtung sehr kritischer Bevölkerung in Deutschland nicht mehr so teilen. Wenn ich nämlich unsere Schulbildung und Hochschulbildung anschaue und wenn ich weiß, dass ein Großteil unserer Kinder und Jugendlichen an diesen Computerspielen, ja, sitzen und sie tagelang, nächtelang spielen und Leute abknallen, ja, so viele, ich mache das nicht, ich weiß nur, dass es das gibt. Und es gibt Studien, wie, was das mit einem macht, das finde ich sehr, sehr beunruhigend und beängstigend. Ja. Ich wollte noch was sagen, das habe ich jetzt irgendwie vergessen, aber ich denke, wir müssen uns das Gesetz, die Demokratie wiederholen. Das ist ein Gebot der Stunde. Ansonsten sehe ich da ähnlich wie Christoph relativ schwarz. Ich meine, man muss auch sehen, genau, der Diskurs oder die Wörter, die man braucht, das stimmt schon mit dem Drohnen. Drohnen tötet. Wir sagen, ja, voll, ich werde mir das merken. Aber heutzutage, was früher, sagen wir mal, Verteidigung heißt, heißt heute Sicherheit. Ja? Also dieser Security, dieses ist ja schon fast eine Wahnvorstellung, bei den Amis sowieso. Aber mit Sicherheit, ja, dass unsere Sicherheit bedroht, unsere Freiheit und so, kann man unglaublich viel manipulieren und sagen, ja, ja klar, da müssen wir das und das machen. Der Schritt ist enger geworden, es ist semantisch. Sie kommen leise und Sie töten buchstäblich aus heiterem Himmel. Sie heißen Sensemann oder Maultier. Und sie gelten als die Wunderwaffe im Antiterrorkrieg. Ja, das war jetzt, glaube ich. Wir fragen Schauschau.
Das war die Forschung. Nein, ich bin jetzt, ich komme auch zum Ende. Das sollte ich jetzt ankündigen. Du hast mich daran erinnert. Ich hätte es aber nicht vergessen. Du machst. Ja, dann sage ich jetzt, dann gebe ich jetzt weiter. Gut? Ja, das war in der Tat die Vorschau. Bevor ich darauf zurückkomme, möchte ich vorschlagen, dass wir uns noch eine kleine Pause gönnen sollten, bevor wir den Film sehen, der vorgesehen ist. Er dauert nur 7 Minuten, muss also recht gut sein, sodass wir nachdem wir, ja, oder konzentriert sein, sodass wir, wenn wir uns ein klein wenig nochmal ja, frische Luft geschafft haben, diesen Film anschauen können. Ich möchte allerdings nicht, dass Sie den Füßen abstehen und alle verschwinden. Sollte das die Mehrheit sein, dann würden wir die Veranstaltung hier beschließen. Und bevor das passiert, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen für diese wirklich gute, intensive Diskussion und natürlich vor allem bei den 4 Kollegen hier auf dem Podium. Und zum Schluss. Eine Ansage, hier kursiert oder ist kursiert eine Unterschriftenliste gegen Uranmunition, also gegen die, das abgereicherte Uran, das wirklich nur noch Zivilisten tötet. Dieser Staub, der überall ist, von den Wasserbrechenden geschossen, ob es in Kosovo ist oder ob es in Irak oder sonst wo ist, eine weitere menschenvernichtende Waffe. 10 Minuten und dann schauen wir uns den Film an, dessen Vorschau gerade anlief. Dankeschön.